Fitness mit Marc, Folge 421. Herzlich willkommen zu Fitness mit Marc, wo sich alles darum dreht, dass du nackt gut aussiehst. Und hier ist dein Gastgeber. Er hat noch immer nicht Diablo 3 durchgespielt. Marc Maslow. Moin moin, hier ist Marc Maslow, dein dranbleiben Fitnesscoach von marathonfitness.de. Sonst geht's hier um das Thema nackt gut aussehen und dabei bleibt's heute auch. Und wir setzen nochmal ein on top. Es geht darum, wie du beim Training besonders gut aussiehst. Zumindest bei diesen Sportarten. Wir reden über das Breakdancen und den BMX-Sport. Ja, genau das, wo man auf diesem kleinen Fahrrad sitzt. BMX Flatland heißt der Sport. Also eine Fachrichtung des BMX Freestyles. Und ich habe einen ganz spannenden Menschen hier zu Gast. Er sagt von sich, dass seine Karriere als Sportler schon vor seiner Geburt begann. Wie das sein kann, das verrät er dir. Er kam also schon relativ früh zum Sport, dann auch zum Leistungssport, erst Leichtathletik, dann später Breakdancen, was er für 15 Jahre lang praktiziert hat und darüber zum BMX Flatland, wo er auch zu den Besten in Deutschland gehörte. Er hat trainiert beim Breakdancen auch mit Gruppen wie den Flying Steps. Und heute ist er Unternehmer, aber der Sport, der nimmt immer noch einen wichtigen, auch einen großen Teil in seinem Leben ein. Er hat zwei Kinder und zumindest habe ich ihn hier so kennengelernt, ist sehr gechillt, kommt also alles gut unter einen Hut. Wie er das hinbekommt, das verrät er dir unter anderem heute in dieser Folge. Wir reden über das Training, wir reden über Frust im Training und wie du damit umgehst. Wir reden darüber, wie du alles, das Training, die Ernährung, so unter einen Hut kriegst, dass du eben auch noch Energie für die Dinge hast, die dir wichtig sind, sei es im Beruf, sei es in der Freizeit, bei Hobbys oder eben der Familie. Er ist 34 und heute zu Gast. Viel Spaß mit der heutigen Folge mit Reik Hane. Werbepartner dieser Folge ist AG1 von Athletic Greens. Es gibt unzählige Sportnahrungsergänzungsmittel und die meisten davon, die kannst du dir sparen. Ganz generell empfehle ich nur wenige Nahrungsergänzungsmittel. Eins davon verwende ich seit bald über 8 Jahren jeden Tag und das ist AG1 von Athletic Greens. Enthält 75 Vitamine, Mineralstoffe, sekundäre Pflanzenstoffe und andere gesunde Substanzen wie Präbiotika und Adaptogene, die aus einer Vielzahl natürlicher Bio-Gemüse- und Obstsorten kommen. AG1 ist ein Naturprodukt und das unterscheidet es eben auch von synthetischen Präparaten. Da sind auch die vielen Sekundärstoffe enthalten, die du eben nur in echtem Gemüse und Obst findest. Die Gesamtkomposition, die bekommt so kein anderer Hersteller hin, vor allen Dingen nicht in dieser Qualität und Schadstofffreiheit. Für mich ist AG1 sowas wie eine Alles-in-einem-Gesundheitsversicherung. Für Fitness mit Marc-Hörer gibt es ein spezielles Angebot. Als Neukunde bekommst du zu deiner ersten Lieferung kostenlos 5 Travel Packs für unterwegs, ein Jahresvorrat an Vitamin D mit K2 drin, plus ein Willkommenspaket mit einer schicken Edelstahldose und einem Shaker. Geh dazu auf fmmag.de, fmm wie Fitness mit Marc und dann ag.de. Ja, heute zu Gast bei Fitness und Marc, Reik Hane. Moin, Reik. Moin, moin, hallo, mein Lieber. Wie war denn dein letztes Training? Furchtbar anstrengend, weil bei mir ist es mittlerweile so, ich habe mich in den Sportart ja ein bisschen verändert und danach so, ach, heute mache ich nicht so doll. Ja, gerade wenn die Kids nicht so gut schlafen und selber nicht so fit ist. Aber irgendwie schaffe ich das nicht. Ich hau dann mal doch voll rein. Ich bin gerade beim Bereich Calisthenics, die Planche zu lernen. So, das ist ein recht anspruchsvoller Move. Was ist das für eine Übung? Also wie Handstand, nur waagerecht. Ja, das heißt, du machst quasi Liegestützen mit Füßen in der Luft und ja, das ist eher so im turnerischen Umfeld zu suchen. Und ja, dafür habe ich halt mir ein paar lustige Übungen ausgedacht und konzipiert. Und das tut immer ganz schön weh. Da habe ich dann meistens noch mehrere Tage was von. Also insofern, ich spüre es noch. Was sind das für Übungen, die du machst dafür? Die Planche hat verschiedene Stufen. Ja, das heißt, du kannst nicht einfach sagen, ich mache das jetzt so. Das bringt überhaupt nichts, sondern musst jede einzelne Stufe musst du halt machen. Und dafür gibt es halt ja, mit Parallels, das sind so wie Barren nur quasi in klein, die kann man auf den Boden stellen. Hast du dann die Möglichkeit, dort verschiedene Haltungen zu machen. So, und das Lustige ist, wenn du diese extremen Haltungen machst, das ist zwar sehr, sehr anstrengend, bis zum Muskelversagen, aber du schwitzt halt nicht.
So, was für Leute wie dich und mich, die irgendwie auch, ne, es gewohnt sind, dass immer Schweiß wie super komisch ist. Und dann halt entsprechend erst vorher vernünftig warm machen und dann im Anschluss halt auch wirklich Krafttraining. Ne? Also du musst da halt wirklich den Muskel bis zum letzten ausreizen, damit du beim nächsten Mal mehr Power hast. Das ist einfach ein super langer Weg. Also ja, wer da Bock drauf hat, guckt euch das vorher genau an. Das ist tatsächlich auch eine schöne Art zu trainieren. Ich bin die Richtung auch gegangen, ein bisschen mehr im letzten halben, dreiviertel Jahr. Ich habe mir auch solche Parallel Lats gekauft und trainiere jetzt zweimal die Woche den L-Sit. Ja. So auf Zeit. Ich habe angefangen mit so 2-Sekunden-Sätzen und es geht mir wie dir. Ich komme da nicht ins Schwitzen, aber es ist hammer anstrengend und auch eine tolle, eigentlich ganz Körperkraftübung. Ne? Absolut. Und was ich halt so schön finde, ist, ich hatte früher mit den Ringtraining angefangen. Das war so ein bisschen mein Einstieg. Ein Freund von mir so, lass mal Ringe trainieren. Ich so, was ist ein Ringe? Also so, hä? Ich habe es überhaupt nicht gecheckt. Ich dachte, man soll die über rüber werfen. Und meinte, nee, die hängst du in den Baum. Ist wie so ein Affe oder was? Also es war für mich so obskur einfach. Du gehst in einen Baum hin, schmeißt da Ringe drüber, dann kannst du da Training machen. Da kommt halt her, so schwer kann das ja nicht sein. Ja, ist deutlich anstrengender, als man denkt. Aber es macht halt Spaß, weil du auch Bewegungsintelligenz hast. So, ne, hast ja schon gesagt, so Muscle Up. Ich bin mittlerweile dabei, dass ich in den Ringen Handstand mache. So, und das sind halt so Sachen, das ist irgendwie cool, weil das auch nicht alterslimitierend ist. Ja? Du lernst halt durch die Kraft, durch den Aufbau, lernst dann halt auch die Bewegung, kannst ja miteinander kombinieren, hast dann so wie eine Turnerkür. Dann kommst du halt runter und dann feierst du dich für deine persönliche 10 von 10. So, und das macht dann schon Spaß. Ich glaube, man braucht ein bisschen Zeit auch, dass sich die Gelenke gewöhnen an diese Art von Training. Ist ja doch auch eine Belastung. Aber man kann da wirklich, diese Erfahrung mache ich jetzt auch, innerhalb von einem halben Jahr echt coole Fortschritte machen, wenn man es regelmäßig trainiert. Lass uns vielleicht nochmal die Zeit zurückdrehen. Ich habe in der Vorbereitung gelesen, dass du von dir selbst sagst, du bist schon, bevor du geboren wurdest, mit dem Thema Sport in Verbindung gewesen. Wie kam das denn? Wie bist du Sportler geworden? Relativ simpel, ist halt durch mein Elternhaus geprägt. Also, wer hätte es gedacht? Meine Eltern waren beide sehr, sehr gute Sportler, haben sich immer überlegt, hey, warum bringen wir das nicht anderen Leuten bei? Sind dann Trainer geworden, meine Mutter im Leichtathletikumfeld, mein Vater im Kanu. So haben die beiden sich auch kennengelernt. Und ja, aus ihrer Trainerkarriere sind mehrere Olympiasieger und Weltmeister hervorgegangen in jeweiligen Disziplinen. So, und dann kannst du dir vorstellen, wenn die dann Kinder haben, dass da irgendwie auch ein anderer Wind weht, muss man einfach ganz klar sagen. Und deswegen war ich mit quasi 0 Jahren per Geburt. Ich war das jüngste Mitglied damals im Neubrandenburger Sportclub. Meine Mutter konnte sich durchsetzen, ich wurde Leichtathlet. Und ja, so habe ich das Laufen halt nicht zu Hause im Wohnzimmer gelernt, sondern wirklich auf der Tarnbahn. Und Sandgrube war für mich dann halt im Weitsprungbereich. Und da habe ich dann halt viel Zeit verbracht. Und dann natürlich läufst du mit und erst ist alles ein bisschen spielerisch. Aber aus dem DDR-System geprägt war halt auch mal schon dieser Leistungsansatz da. Und dann hieß es, okay, wir fördern die sehr, sehr früh, also wirklich sehr früh. Das ging ja wirklich los mit 3, 4 Jahren in die Frühförderung. Und ja, bevor ich eingeschult wurde, hatte ich 6 Trainingseinheiten auf Uhr pro Woche. Wenn ich jetzt gucke, so mein Sohn, der wird jetzt auch diese eingeschult, der Große. Ja, also erstens würde ich ihm das nicht so abverlangen, aber er hat es auch ganz anders erlebt. So, wenn ich überlege, ich habe ja früher auch im BMX dann, habe ich ja auch 6 bis 8 Stunden pro Tag trainiert, 7 Tage die Woche. Es geht schon so, aber muss halt auch Bock drauf haben. Ne? Also Leichtathletik und am Ende bist du zum BMX gekommen. Was ist dazwischen passiert? Also der härteste Cut war sicherlich mein pfeifisches Drüsenfieber. Also typische Sportlerkrankheit. Hat auch viele Leute dahin gerafft. Sportlerkarrieren werden und teilweise auch Leben beendet. Also immer wenn jemand auf dem Platz umfällt, war es 99% aller Fälle das. Und damit ist halt wirklich nicht zu spaßen. Und hatte ich eine sehr, sehr lange Auszeit. Und für mich, ich hatte ja nur Sport. Also muss man wirklich sagen, so 7 Tage die Woche war halt Sport der Fokus. Schule lief dann halt so ein bisschen, aber als Sportler bist du gut in Sport, ist halt Schule auch nicht so wichtig, ehrlicherweise. Und dann war das von einem Tag auf den nächsten alles weg und das über mehrere Monate hinweg. Und ja, ich konnte dieses Leistungsgap dann auch ehrlicherweise nie wieder aufholen, weil dafür wurde einfach zu hart trainiert. Und dann musste ich wie mit einem neuen Thema beginnen. Mein Vater hat mich ja zum Glück ein bisschen an die Hand genommen, hat dann gesagt, Mensch, hier ist eine coole Truppe, die machen Breakdance. So, vielleicht ist das was für dich. Und ich so, bevor ich jetzt gar nichts mache, so, wie schwer kann es schon sein? Und das Spannende war, ich vergleiche es immer gerne so ein bisschen wie mit dem Auto. Ja? Du hast halt eine Karosserie und einen Motor. Und du kannst es halt aber auch unterschiedlich einsetzen. Und ich hatte halt diesen Leichtathletik-Motor und die Leichtathletik-Karosserie, die war halt kaputt. So, und jetzt bin ich halt in diese Breakdance-Karosserie reingegangen mit diesem Leichtathletik-Motor. Und da bin ich halt auch in sehr, sehr kurzer Zeit sehr, sehr gut geworden, weil ich halt einfach wusste, wie man trainiert. Ja, ich hatte die Fähigkeit zu trainieren, das hatte ich halt voll drin. Ja, so ging das dann halt relativ schnell. Da habe ich 15 Jahre lang Breakdance gemacht und... Wie alt warst du, als du damit angefangen hast? 12. Also war, mit 12? Genau, ich hatte halt, wie gesagt, eine längere Pause von knapp 9 Monaten, wo ich gar keinen Sport machen durfte. Ansonsten wäre halt das Herz irgendwie kaputt gegangen.
Und dann, wie gesagt, ging das so quasi nahtlos über. Und dann war ich auch wieder so im ruhigen Fahrwasser und konnte auch Vollgas geben. Und dann habe ich mich halt auf den Kopf gedreht, statt schnell zu laufen. Was hat dich fasziniert am Breakdancen? Du kannst halt mit deinem eigenen Körper so viel machen, was du dir überhaupt nicht vorstellen kannst. Also wenn ich überlege, noch heute kann ich länger auf zwei Händen stehen als die meisten auf einem Bein. So Handstand laufen, Handstand hüpfen, dann auch Akrobatik, so Flares, dass deine Beine um dich rumschwingen, ohne den Boden zu berühren. Das ist schon irgendwie auch geiler Scheiß, so, weil du siehst es, aber du kannst es nicht einfach machen. So, du musst halt hart trainieren, um da hinzukommen. Und wenn du es dann aber kannst, dann ist es einfach, du löst halt einfach komplett die Schwerkraft auf. So, das gibt es nicht mehr. Und das macht schon wahnsinnig viel Spaß, dass du da auch eine permanente Weiterentwicklung hast und gerade auch beim Breakdance, viele Sachen sind ja sehr, sehr statisch. Also ne, wenn ich mir so angucke, das Krafttraining, was ich jetzt mache, ist halt super eindimensional, auch teilweise boring. Du ziehst es halt durch so und quälst dich da, aber ist halt auch boring. So. Und würde ich es nicht machen, um Move damit zu lernen, würde ich es auch nicht durchziehen, ehrlicherweise. Und beim Breakdance, da hast du das gar nicht. Ja, also du hast deinen eigenen Stil, du hast ganz eigene Bewegungsmöglichkeiten. Und das ist für mich dann halt auch das, was einen Sport persönlich auch ausmacht. Du brauchst eine Weiterentwicklung, so die mehr ist als eine Zeit, ein Gewicht oder irgendeine Leistung, die du abliefern willst, sondern brauchst du was auch insgesamt Spaß macht. So, und für mich ist halt dieser Bewegungsspaß ein super elementares Element, um halt lange an Sachen dran zu bleiben. Ist ja dein Lieblingsthema. Das war, glaube ich, so der Ansatz. Beschreib mal das Training, wenn du sagst, du hast 5-6 Stunden am Tag trainierst. Wenn ich jetzt aus der Richtung komme, die ich gewohnt bin, das ist halt Krafttraining und das ist Langstreckenlauf. Mhm. Ja, das kann ich nicht so lange trainieren. Also wenn ich jetzt im Durchschnitt in der Zeit, wo ich noch auf Marathon trainiert habe, habe ich vielleicht 6-7 Stunden die Woche trainiert. Also am Tag vielleicht im Schnitt 1,5 Stunden. Und das war dann echt für mich ein hoher Trainingsumfang. Auch beim Krafttraining, wenn man ja, wie wir das häufig hier im Podcast besprechen, trainieren, da ist die Intensität so hoch, dass man eigentlich viel länger als eine Stunde am Tag, auch nicht an jedem Tag die Woche, da kommt man schon schnell mal in eine Überlastung rein. Wie ist denn das Training, wenn du für Breakdance auch solche Trainingsumfänge durchschiebst? Wie kann ich mir das vorstellen? Also ich glaube, die einfachste Adaption ist, wenn man das mit dem Boxen vergleicht, weil ich glaube, jeder hat schon mal irgendwie einen Boxer gesehen und jeder kennt einen Boxer, der steht im Ring, aber der trainiert ja auch. Ja? Also ich glaube, 99% aller Menschen auf diesem Planeten haben Rocky gesehen. So, und dann steht er da und macht Seilsprünge und macht Liegestütze. Das eine ist halt das Krafttraining, das andere ist das Techniktraining und das andere ist der tatsächliche Kampf. Das enthält drei Elemente. Ich gebe dir recht, die meisten kennen nur ein Element. Das heißt, wenn du schnell laufen willst, dann musst du was machen? Laufen. So, aber das ist ja nur quasi 30% der Miete, sondern du hast ja auch noch andere Bereiche. So, Lauftechnik, Training. Ich selber, wie gesagt, habe leichtlich gemacht. Ich habe bis heute ganz, ganz wenig Leute gesehen, die sich überhaupt mit ihrer Lauftechnik auseinandergesetzt haben. Ja? Usain Bolt hat das bis auf ein absolutes Maß perfektioniert. Man sieht, wie gut das gelaufen ist. Michael Phelps, ja, der hat seine Schwimmtechnik perfektioniert. Und hat dann die anderen Sachen gemacht. So, das heißt, das Techniktraining für die Ausführung von Dingen ist so elementar wichtig. Und Leute, die jetzt Krafttraining machen, Bodybuilding, ohne wem zu nahe zu treten, ein Gewicht hochreißen ist nicht ein Gewicht hochreißen. So, wenn die Leute die Technik richtig machen, sind ganz andere Dinge möglich. So, das ist der eine Part. Und wie gesagt, was brauchst du? Konditionell ist es Ausdauer, ist es Schnellkraft. Da gibt es entsprechende Übungen, die man machen kann. Und dann ist es quasi das eigentliche Ringsteigen. Das heißt ja eigentlich Moves. Und so wurde das halt meistens auch aufgeteilt, ja, dass wir dann geguckt haben, welche Parts sind dran. Und natürlich hast du dann auch ein bisschen Pause dazwischen. Aber wenn du reines Techniktraining machst, dann ist das oft gar nicht so anstrengend. Es ist koordinativ anstrengend und mental anstrengend, aber nicht vom Kraftverbrauch so stark. Und dann hast du noch genug Luft für die anderen Sachen. Und deswegen, wie gesagt, ist es eher nachher ein Kraftausdauerspiel, aber du kommst nicht unmittelbar in eine Belastungs- oder eine Überlastungsphase rein, weil du nicht zentriert eine Sache immer wieder wiederholst, sondern kombinierst es halt und nutzt den ganzen Körper. Und dadurch ist der Körper halt insgesamt anders gefordert. Also das Training für Leichtathletik ist ja anders als für Breakdancen. Und ist ja auch eine ganz andere Art von Bewegung und Sport. Gibt es etwas, was du vielleicht heute auch noch mitnimmst, was dich das Training gelehrt hat, aus der Breakdance-Phase? Also das, was für mich aus dem Breakdance einfach klar ist, du brauchst halt immer wieder einen neuen Trainingsanreiz und Impuls. Also wie gesagt, meine Hauptsportphase ist ja das BMX-Fahren. Da haben wir jetzt noch nicht uns drüber ausgetauscht. Das kam ja später, erst mit 17. Und bei mir zum Beispiel jetzt, wo ich gerade mit Calisthenics angefangen habe, seit 3 Monaten plus minus. Klar, ich kann Handstand nach wie vor relativ gut, so. Aber jetzt ist auch die Frage, wenn du nur Plansch trainierst, dann wirst du bescheuert im Kopf. So, weil das einfach ein so langwieriger Prozess ist, da besser drin zu werden. Wenn du nur das machst, dann wirst du immer drüber. Also es hält niemand durch.
gibt es vielleicht weniger Ausnahmen, aber in der Regel brauchst du halt irgendwie einen anderen Anreiz. Und bei mir zum Beispiel, mein Handstand-Game, das perfektioniere ich jetzt gerade. Mhm. Das heißt, ich habe angefangen, Handstand auf Kettlebells zu machen. Ja, das heißt, du hast diesen Griff. Problem ist, das Ding ist ja unten rund. So, das heißt, du musst da schon relativ gut sein. So, jetzt werden meine Kettlebells immer kleiner. Also mittlerweile bin ich bei 5 Kilo angekommen, mache da Handstand drauf. So, und das ist halt dann ein anderer Trainingsanreiz. Und das habe ich mir auf jeden Fall im Breakdance mitgenommen. Wenn du lange, wirklich sehr, sehr lange Schleifen hast, bis du einen Move kannst, dann brauchst du halt zwischendurch spielerische Elemente. Ansonsten verlierst du einfach die Freude daran. Mhm. Und das habe ich, wie gesagt, im BMX-Fahren später auch da perfektioniert, dass ich mir dann einfach mal viele kleine Ziele gesetzt habe, die dann auch einfach mich belohnt haben. Ja, weil auf dem Kettlebells, das war nicht so easy. Jetzt hatte ich neulich das erste Mal kennengelernt, Faszienrollen mit Vibration. Brauchst du einmal dahingestellt, aber ich fand es halt lustig. Und dann war die Frage, hey, kann man eigentlich Handstand drauf machen? So, und dann habe ich die Dinge auf die höchste Stufe geknallt, konnte kaum festhalten, Schweine auf den Boden legen. Dann habe ich das halt probiert. Und das hat eine Weile gedauert, aber irgendwann konnte ich halt so 5 Sekunden auf den Dingern Handstand halten. Dachte ich mir, ey, voll lustig. So, also das meine ich, ne? Du musst irgendwie neuen Anreiz setzen. Und bei der Planche genau das Gleiche. Du suchst dann halt irgendwie Bewegungsarten aus, wo du sagst, hey, ich mache das jetzt zum Beispiel auf so Kraftbällen, die sehr, sehr hart, sehr, sehr fest sind. Ich glaube, 4-5 Kilo Bälle. So, und dann musst du halt deine Handgelenke ganz anders mobilisieren, so um dann in eine saubere Ausführung zu kommen. Mhm. Und das ist halt was anderes. Und das macht dann halt Spaß, dass du dann auch selber die Weiterentwicklung mit hast. Gibt es im Bereich Breakdance auch Teams, die dich inspiriert haben oder inspirieren? Also ja, damals ist ja für mich schon lange abgeschlossen. Ich habe mit, an 27 habe ich aufgehört, mit 34, ein paar Tage her. Damals ganz klar Flying Steps. Also ich bin ja so in dieser zweiten Breakdance-Welle quasi mit reingerutscht. Einmal war es so in den 80er und dann war das ja Ende der 90er, Anfang der 2000er. War das nochmal so der Hype so. Und das war genau, da bin ich voll mit reingekommen. Das Schöne war für mich tatsächlich auch, dass ich dann irgendwann auch mit meinen Idolen zusammen tanzen konnte. Mit wem? Mit den Flying Steps. Wir sind halt eine Randsportart, so. Mhm. Ist halt, ne, Fußball. Ja, wenn du jetzt mit David Beckham Fußball spielen willst, nicht so easy. So, damals war das halt was anderes. Und ja, wir hatten halt verschiedene Wettkämpfe, Turniere und dann sind wir halt auch mal nach Berlin gefahren, dann waren die auch da und dann hast du halt eine Session zusammen und. Mega. Ist einfach geil, wenn du das dann halt siehst. Und auch später, als ich dann selber in Berlin gewohnt habe, habe ich dann mit den Jungs trainiert, die dann auch die Flying Steps Academy geleitet haben, sowas. Und ja, einer der Kollegen, das war ganz witzig, der ist dann auch später in Filmen gelandet, waren dann teilweise auch für dieselben Rollen gecastet und sowas. Und das war halt cool, weil letztes Jahr habe ich so ein Charity-Event gemacht für Nachwuchssportler. Und durch Zufall ist er da halt auch gewesen und ist sogar hat nachher den zweiten Platz dort geholt. Das war einfach mega geil, wo ich dann sage, ey, guck mal, früher haben wir das zusammen gemacht und jetzt kann ich auch aus dem Unternehmerischen was zurückgeben und auch, ne, wir haben das auch finanziell recht gut supportet, alles. Einfach geil, dass man sieht so, irgendwann trifft sich doch alles wieder. Die Flying Steps sind ja auch immer noch mit richtig coolen Acts zu sehen. Ich weiß noch, ich habe vor ein paar Jahren mal Flying Bach gesehen, wo die zu Bach-Musik breakdancen. Ein Hammer-Event, kann ich nur jedem empfehlen. Ich glaube, die machen das immer noch regelmäßig. Und ich verfolge immer so am Rande das, was ich mitkriege. Es gibt ja auch immer dieses Battle of the Year und so weiter. Da gibt es richtig coole Videos im Internet. Ich finde es halt einfach mega geil. Deswegen finde ich es auch cool, dich mal hier als ersten Gast bei Fitness und Markt zu haben, der eben auch Breakdance-Erfahrung mitbringt. Sag vielleicht noch mal ganz kurz, bevor wir zum nächsten Thema BMX übergehen. Du hast schon erwähnt, ja, Breakdance ist eine Nische. Wie groß ist die Nische denn? Also wie sieht das aus, wie ist die Community in Deutschland, Europa oder in der Welt? Also, wie gesagt, jetzt zum aktuellen Stand kann ich es dir in der Form nicht sagen, weil ich jetzt natürlich auch nicht mehr so tief in der Szene drin bin und gerade Corona hat in allen Sportarten ziemlich viel Staub aufgewirbelt. Da ist nicht alles gleich geblieben. Am Ende des Tages muss man sagen, alle Nischensportarten sind immer sehr, sehr familiär. So, also BMX-Fahren, meine spezielle Disziplin BMX Flatland ist sehr, sehr familiär. Also da würde ich sagen, alle Top-Fahrer der Welt, da habe ich die Telefonnummer und kenne die und weiß, was deren Familien machen. Also so klein kann man sagen, ist es halt auf diesem Weltniveau. Das ist bei den Tennisspielern vielleicht ähnlich. Die Top 100, die kennen sich irgendwie auch alle. Aber es gibt im Tennis halt einfach viel, viel mehr Nachwuchs, so weil es auch eine andere Öffentlichkeit gibt. Und beim Breakdance muss man sagen, das ist noch relativ leicht dort zu starten. Und viele haben da auch irgendwie mal Berührungspunkte mit, weil auf den Boden schmeißen, sich auf den Rücken drehen. Das hat jeder irgendwie mal probiert. Und wenn es aus Versehen war bei einer Party, aber jeder hat da irgendwie mal einen Berührungspunkt mit gehabt, das dann intensiver zu machen. Und dafür brauchst du halt Leute, die Nachwuchsförderung machen. Das haben wir früher auch gemacht. Ja, es ist familiär. Also so kann ich es abschließen. Wie groß das ist, kann ich dir in Zahlen, Daten, Fakten nicht sagen, ehrlicherweise. So tief bin ich da nicht drin. Aber es ist auch leicht, einen Zugang zu haben. Das finde ich halt charmant. Ja, also wenn du jetzt vergleichst, Golf oder Squash oder was weiß ich,
das ist meistens recht elitär so. Und dann hast du auch gewisse Eintrittshürden, auch für Eltern. Ne? Ja, schicke ich mein Kind dahin oder fange ich selber an Sport an? Du hast immer gewisse Eintrittshürden, gerade beim Golf. Du musst die Platzreife machen, dann musst du ein vernünftiges Setup haben. Klar kann man das irgendwie auch alles bei eBay Kleinanzeigen zusammenschießen, aber hast halt immer einen gewissen Invest. Und das finde ich gerade schon mal beim Breakdance, du brauchst halt nichts. So. Also du brauchst theoretisch nicht mehr Turnschuhe, du kannst dich auf den Rasen schmeißen, so ist völlig egal. Und sowas finde ich dann halt immer charmant, dass man Sachen schnell lernen kann und dass es auch keine Alterslimitierung ist. Also als wir früher damals noch Workshops gegeben haben, ich glaube, der gute Gentleman war Mitte 60, den wir da hatten, und der hat auch noch mit Gast gegeben. So klar, ein bisschen anders als die 12-Jährigen, aber kannst halt immer Vollgas geben. Also. Und dann bist du zum BMX gekommen. Ja. Wie kam das? Durch einen Auftritt. Also ich habe ja mit 12 dann irgendwie mir die Frage stellen müssen, ja Mensch, wann haben wir eigentlich unseren nächsten Auftritt? Ja, wenn uns jemand anruft. Ja, aber wann ruft uns jemand an? So, ja, keine Ahnung. Ja, warum rufen wir nicht jemand an? So, und dann habe ich halt einfach Kaltakquise gemacht. Habe mir ganz stumpf, damals gab es noch die gelben Seiten, rausgenommen, habe ich dann angerufen, die ganzen Firmen gesagt, hey, mal Breakdance-Show. Habe dann auch unseren ersten Auftritt bekommen. Er hat gesagt, Raik, ruf nie wieder an. Wir buchen euch, aber bitte ruf nie wieder an. Ja, wir brauchen die Telefonkarte, sich wirklich für Kunden, dann ernsthafte Geschichte. Komm vorbei und dann ist Ruhe. So, dann war aber vom Auftritt auch überzeugt, später auch Sponsor geworden, witzigerweise. Und so ging das dann halt damals los. Und mit 17 hatte ich halt einen Auftritt, habe das gesehen. Und ja, ich will nicht sagen, ich habe ein gewisses Selbstbewusstsein damals gehabt, damals noch deutlich höher. So, komm, so schwer kann das nicht sein, ich kann Handstand auf meinem Arm 100 Mal hüpfen, gib mal her die Kiste. Aber ich habe mich voll auf die Fresse gepackt. So, ne, voll blamiert. Ne, habe ja auch einen Larry gemacht vorher, so als 17-Jähriger. Und dann alle mich ausgerechnet, so, ey, das hat richtig mein Ego angestellt. Ja, komm. So, dann habe ich mich mit dem Typen dann nochmal getroffen. Gesagt, komm, jetzt zeig mal her hier. Und ich war halt so Feuer und Flamme von dieser Negativerfahrung. Das hat mich so getriggert, irgendwie so, es kann doch nicht so schwer sein. So, doch, es ist mega schwer. Also BMX Flatland, alle kennen ja diese kleinen Kinderfahrräder mit den Stangen an der Seite. Ne? Das ist es halt am Ende des Tages. Was heißt, beschreib nochmal Stangen wo an der Seite? Unten quasi da, wo die Radnarben sind. Ja, da hast du letzten Endes diese Stangen. Packs, Axle Packs nennt man die. Und was für mich halt witzig ist, wenn du, ja, wie kann ich mir das BMX-Fahren vorstellen? Dann stell dir vor, du stehst auf einem Stuhl, so, der kippelt, und da bist du mit einem Bein drauf. Und dann kriegst du ungefähr ein Gefühl dafür, so, und dann bewegst du dich aber dabei noch. So, und das ist halt BMX Flatland. Also wenn man das versucht, so mal zusammenzusetzen, das ist schon ein unglaublich komplexer Sportart. Und deswegen gibt es wahrscheinlich auch so ein großes Nachwuchsproblem. Für mich persönlich, ich habe viel gemacht, auch Golf mal so ein bisschen mit angefangen, spiele Squash regelmäßig, ich mache Wellenreiten. Ich habe noch nichts kennengelernt, was so komplex und so schwer ist wie BMX Flatland fahren. So, und das hat mich dann, wie gesagt, angeschossen. Ich habe gesagt, ey, das finde ich geil. Da habe ich mir ein Rad gekauft und dann habe ich trainiert wie ein Wahnsinniger. Und wie gesagt, nach 2 Jahren, wenn du so deine 6, 7, 8 Stunden pro Tag durchhaust, 7 Tage die Woche, bin ich halt auch Profi geworden, weil ich zum Glück das aus der Leichtathletik, wie trainiere ich aus dem Breakdance, welche Facetten baue ich ein, auch wenn es hart wird. Und dann beim Flatland kam das halt zusammen und ich konnte auch immer alleine trainieren. Ja? Also Breakdance, alleine tanzen, beim Tango oder so. Nicht so easy, so sich da auch selber zu motivieren beim BMX-Fahren. Musik in den Kopf und fertig. Also nach wie vor heute auch. Ich würde sagen, 99,5% meiner Zeit, die ich jemals auf BMX verbracht habe, war ich alleine. Das finde ich halt cool, dass du auch komplett alleine mit dir Spaß haben kannst und Weiterentwicklung. Und manchmal schmeißt du das Rad hin, freust dich, drehst durch und alle gucken dich an, was ist mit ihm los? So, ja. Habe halt gerade einen Trick geschafft, weil ich 5 Jahre hintrainiert habe. So. Wahnsinn. Ja. Ja. Machst du das immer noch? Fährst du immer noch BMX? Ja. Also ich hatte auch da einen harten Cut. Das war tatsächlich, als ich mich dann auch entschlossen habe, hey, ich muss mir eine Entscheidung treffen, jetzt ist Family da, Profisportkarriere, Unternehmen läuft gut, was machst du jetzt? Ja. Und ich hatte ja damals auch so meine persönliche Zerreißprobe, 100-Stunden-Woche. Und was heißt damals, wann war das? Mit 25. Mhm. So, und wie gesagt, das ist ja auch der Grund meiner heutigen Beratungstätigkeit quasi. Es hat jetzt nicht was mit Sportlich zu tun, eher mit dem Unternehmerischen. Und ich hatte das überwunden. Und dann, als jetzt Family dazu kam, war halt auch die Frage, wo setzt du jetzt deinen Fokus, wo setzt du deine Prioritäten? Und wenn du auf Profi-Niveau fahren willst, ja, dann musst du halt trotzdem ziemlich viel trainieren. Also da musst du halt wenigstens 6, 7 Tage die Woche, 2,5 bis 3 Stunden musst du schon abreißen, um überhaupt auf deinem Level zu bleiben. Wenn du dann noch mehr willst in der Weltelite, so, dann musst du halt auch nochmal was draufpacken. Und da musste ich mir ernsthaft die Frage stellen, willst du das noch? So, und dann habe ich für mich die Entscheidung getroffen, nee, will ich nicht. Und dann kam halt für mich, wie gesagt, eine sehr schwere Phase auch. Weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich kenne es auch mittlerweile vielen Profisportlern, die ich interviewt habe. Du legst damit einen Teil deiner Identität ab. So, und ich habe ja früher immer gesagt, so Profisportler und Unternehmensberater und alleine in meinem Podcast folgen sagen, Ex-Profisportler, das ist mir so lange so schwer von den Lippen gegangen, das hinter mir zu lassen. Und für mich war das dann wirklich auch, ich bin bestimmt
4-5 Monate gar nicht gefahren, weil das halt einfach so, ich bin das nicht mehr und ne, man muss sich irgendwie auch ein bisschen neu finden. Ich hatte das mitgekriegt bei Fabian Hambüchen, dem Turner, der hat damit auch sehr, sehr starke Probleme gehabt, dass so ein bisschen öffentlich kommuniziert wird. Konnte ich komplett nachvollziehen, weil wie viel Zeit habe ich damit verbracht einfach. Also manche haben nicht so viel gearbeitet, wie ich trainiert habe. Und das war schon krass. Und dann hat sich das so ein bisschen rekultiviert. Ich habe auch dann anderen Krams gemacht, Apnoe-Tauchen, Eisbaden, Ringetraining und dann jetzt mache ich, wenn ich Bock drauf habe. Aber es ist halt wirklich so, ich pressure mich da nicht. So, ja. Und wenn ich jetzt einmal die Woche fahren gehe, das ist doch fein. Und wenn ich mal nicht fahren gehe, ist auch fein. Und dann im Sommer wird es wieder geil, dann habe ich wieder Bock, jeden Tag drauf zu sein. Aber keine Notwendigkeit mehr. Das macht schön, aber muss man halt auch seinen Frieden mitfinden. Ja, kann ich total gut nachvollziehen. War jetzt kein Profisportler in dem Sinne. Ich habe aber viel Zeit ins Marathontraining damals gesteckt, bis vor knapp 10 Jahren. Und ich habe ungefähr ein Jahr gebraucht, um mich davon zu lösen. Habe dann weiter trainiert. Erstmal ist es ein Sport, der vielleicht nicht so zeitaufwendig ist, aber schon recht zeitaufwendig und auch ermüdend. Also wenn du viel trainierst, viel laufen gehst, gibt dir aber auch viel ein gutes Gefühl. Und ich habe mich damals ja auch selbstständig gemacht und das war halt einfach alles zu viel. Und ich habe ein Jahr gebraucht. Und es ist mir richtig schwer gefallen, weil ich war halt der Typ, der Marathons läuft. Ja. Also und darüber eben, das war ein Teil meiner Identität. Ist ja auch sogar noch Firmenbezeichnung, wenn ich es richtig... Genau, so kam damals auch Marathon-Fitness, weil ich Krafttraining und Marathon beides gemacht habe und nicht so viele Leute kannte, die genau diese Nische sich da auskennen. Aber bei mir ist es genauso wie bei dir. Ich gehe nach wie vor laufen, weil ich es liebe, aber ohne Pressure. Ich bin natürlich auch nicht mehr annähernd so schnell auf der Laufstrecke wie früher. Aber das ist mir egal. Es bringt mir Spaß. Ich mache es regelmäßig. Na gut, anderes Thema. Bleiben wir bei dir. BMX Flatland heißt die Nische. Kannst du da vielleicht noch mal kurz was zu sagen? Was ist BMX Flatland und wie unterscheidet sich das von anderen Sparten? BMX haben die meisten irgendwie so, hey, du springst über einen Hügel oder bist du irgendwie in einer Rampe? Das machen wir alles nicht. Sondern in einer flachen Ebene findet das Ganze statt. Ich vergleiche es mal so wie Kunstradfahren, nur ein cool. Für manche ist es leichter, so wie Breakdance auf dem Fahrrad. Ha, vielleicht schließt sich da der Kreis. Und du hast quasi eine Kür, die dann halt bewertet wird. Im Profibereich dann halt 2,5 Minuten oder 3 Minuten. Und da musst du dann letztendlich performen. Also ähnlich wie im Eiskunstlauf hast du eine Jury von fachkundigen Leuten, die dir dann entsprechend Punkte gibt. Und danach wirst du halt bewertet, ob du dann halt im Finale bist und wo du dann auf dem Treppchen landest oder nicht. Und genau, das war letztendlich so der Weg. Und dafür musst du halt zum einen Kreativität haben. Das heißt, es geht auch darum, um Alleinstellungsmerkmale. Beim Eiskunstlaufen, dreifach Rittberger. Mittlerweile arbeiten sie am 3,5- bis 4-fachen. Das hat auch viel mit Gewicht zu tun, aber so, es geht halt bis zu einer gewissen Limitierung. So, und bei uns war genau das auch das Thema. Du hast durch diese Axle-Packs mit Bremsen, ohne Bremsen, wie lang das Rad ist, wie deine eigene Physis ist, konntest du halt so viele Variablen in deine Kür einbringen und konntest damit Leute auch wirklich schocken. Also es gab halt Leute, die sind super schnell gefahren, dann gibt es Leute, die waren super langsam, dann gibt es Leute, die haben irgendwie verrückte Stunts gemacht, sind die ganze rumgeflogen. Also das war immer super unterschiedlich. Und manche Moves, die halt krass aussahen, waren aber gar nicht schwer und das wussten alle. Und dann gibt es halt Sachen, wo man sagt, hey, ich habe es gar nicht gecheckt und das war so schwer einfach, dass du andere Punkte dafür bekommen hast. Spannend. Das heißt, eigentlich muss man die Sportart auch richtig kennen, um beurteilen zu können, war das jetzt gut oder war es einfach nur beeindruckend? Genau, und das war quasi auch so ein bisschen die Herausforderung im Vergleich zu den anderen Sachen, weil wenn jemand mit einem Double Backflip irgendwo rüberfliegt, dann war so, yay! Ob das jetzt schwer oder nicht schwer ist, die meisten nicht. Es ist einfach krass, wenn ein Typ sich in der Luft zweimal überschlägt. Bei uns war es halt ein bisschen anders. Sieht alles cool aus, aber keiner checkt das so. Und deswegen bei X-Games waren wir lange nicht drin, dann sind wir jetzt wiedergekommen, weil ja der Sport an sich sich auch krass weiterentwickelt hat, aber die Leute, also es ist halt schwierig, das zu checken, was da passiert. So. Und mittlerweile hat man halt verstanden, dass es so einzigartig, so komplex, so cool anzugucken, dass es egal ist, das Publikum feiert alles. Aber ja, wie gesagt, du brauchst schon wirklich fachkundige Leute. Und das macht es, wie gesagt, du hattest mich vorhin gefragt, wie es bei Breakdance ist. Bei BMX war noch familiärer, weil teilweise, ne, wenn ich dann nachher im Profibereich war, habe ich dann halt auch die Nachwuchstalente, da war ich dann halt der Wettkampfrichter, weil ich das natürlich nachvollziehen konnte, wie schwer das war. Und so bist du halt zusammen gefahren, hast trainiert, hast dein Ding gemacht, aber dann warst du halt manchmal auch in dieser Wettkampfsituation. Teilweise hattest du dann auch, ne, dass Freunde, mit denen du trainiert hast, dann auf einmal dein Wettkampfrichter waren, weil die eingekauft worden sind von den Veranstaltern. So. Manchmal Fluch, manchmal Segen, hat alles Höhen und Tiefen, deswegen einfach viele Wettkämpfe machen, da ist man auch häufig auf dem Podium. Also ohne, dass ich jetzt diesen Sport schon mal gemacht hätte, was ich mir vorstellen kann, ist, dass das auch unglaublich frustrierend sein kann. Also wenn du eine Sache ausprobierst, da ist halt viel Technik, die eine Rolle spielt. Wenn ich jetzt zum Beispiel übers Langstreckenlaufen rede oder über Krafttraining,
Das ist technisch nicht sonderlich anspruchsvoll. Und meine These ist auch, wer das regelmäßig trainiert, vielleicht dreimal die Woche, der wird, wenn er anfängt, auch sehr schnell Erfolgserlebnisse haben. Und die sind aus meiner Sicht auch gut reproduzierbar. Kann einen klaren Plan machen und sagen, wenn du diesen Plan trainierst, dann wirst du innerhalb von Wochen deutliche Fortschritte machen und in der Regel auch nicht so viele Frusterlebnisse haben, wenn du es durchziehst. Was frustrierend sein kann, ist, wenn man sich was vornimmt und das dann nicht macht, weil irgendwas dazwischen kommt oder so. Aber sozusagen die Progression ist relativ gut berechenbar. Bei solchen reinen Technik-Sportarten stelle ich mir das schwieriger vor. Du probierst was aus, denkst, Mensch, gestern hat es ja gut geklappt. Irgendwie ist heute der Wurm drin und das dann auch über Stunden, sich da zu motivieren. Wie gehst du mit diesen frustrierenden Erlebnissen um? Also du hast es sehr schön auf den Punkt gebracht. Vielleicht kleine Anekdote, wie ich damals beim Sport auch getriggert worden bin. Ich hatte meinen BMX-Mentor damals und das war der, wo ich das erste Mal gesehen habe beim Auftritt. Und der hat mich dann ein bisschen auch am Schlawittchen gepackt. Und dann hat mir gesagt, wenn du den Trick kannst, dann bist du ein richtiger BMXer. Und dachte ich halt, ne, Anerkennung, Status, Sehnsuche. Und habe ich gesagt, ey geil, jetzt mache ich das. Hab das trainiert wie ein Wahnsinniger. Konnte dann nach 3-4 Wochen diesen Trick und habe gesagt, nee, wenn du den Trick kannst, dann bist du ein richtiger BMX. Und so ging das quasi immer weiter. Und irgendwann, nach 2 Jahren, war ich das erste Mal am Podium, dann vor ihm. So, und bin ich jetzt ein richtiger BMXer? Also, ne? Und beide wussten, was gemeint war. Aber es ist halt super viel Negativmotivation. Da musst du, glaube ich, auch einfach der Typ für sein. Also es gibt halt Leute, die finden das geil, sich zu quälen. So, und ich gehöre definitiv dazu. Ja, also alle Sportarten, die ich mache, da hat keiner Bock drauf. Ja, Eisbahn, ja. Ich habe immer mal gesagt, hey, ich habe Bock auf Eisbahn, habe ich gemacht, dann wurde es zu warm draußen, was ich gemacht, ich habe eine Tiefkühltruhe auf den Balkon gestellt. So, und mittlerweile, ich bin 400 Mal oder mehr als 400 Mal Eisbaden gewesen. Das längste war mal 15 Minuten, weil hab ich gesagt, ey, wie lange hält man es eigentlich aus? Podcast, 15 Minuten, komm, let's go. Dann habe ich mich 15 Minuten lang in 1 Grad kaltes Wasser gelegt. Das ist, wer macht sowas? Wie Podcast? Du hast einen Podcast aufgenommen? Nee, ich habe selber einen Podcast, Unternehmerwissen 15 Minuten, ja. Und deswegen ist 15 Minuten für mich immer so, das ist meine Einheit. Okay, das ist deine Einheit. Und dann dachte ich so, hey, geht auch mal, ne? Sonst bin ich 3-4 Minuten in dem Wasser drin und war so, hey, geht auch 10 Minuten. Und war ich 10 Minuten drin, habe ich gesagt, ey, ganz ehrlich, komm, scheiß drauf, jetzt lass mal 15 probieren. So, dann habe ich es auch durchgezogen. Das sinnvoll war, wie gesagt, keine Ahnung, aber ich kann es halt quälen, ne? Und auch beim Apnoe-Tauchen, das ist halt einfach nicht geil. Dein Körper ist nicht dafür konzipiert, 30 Meter tief zu tauchen. Ist er nicht. So, da hast du Druckverhältnisse, deine Lunge ist noch so groß wie eine Orange. Aber das, was danach passiert, und das kennst du vom Laufen, ja, das ist einfach Wahnsinn. Ja. So, und dann hatte ich einen Freund auch mal gesagt, ja, ich muss irgendwann mal einen Marathon laufen, habe ich voll Bock drauf. Und ich habe es nie gemacht. Und irgendwann dann, ey, du Waschlappen, was ist los mit dir hier? Komm. Ja, scheiße, dann hat der Wettkampftermin rausgesucht und war okay, wir laufen den, hat auch einen rausgesucht, 4 Wochen. Ich so, ja, kriege ich schon irgendwie hin. Who cares? Geht ja nicht um die Zeit, es geht darum, es durchziehen. Dann war der im Harz, 1000 Höhenmeter. Und dann habe ich mir vorhin meine Mutter, Lauftrainerin, einen Trainingsplan schreiben lassen. Sag, komm, ziehen wir durch. Dann bin ich innerhalb von 4 Wochen inklusive Marathon 200 Kilometer gelaufen. So, habe dann irgendwie eine 3,50 gemacht bei den 1000 Höhenmetern. Eine sehr gute Zeit. Ja, vielen Dank. Und für mich war dann halt so, okay, habe ich jetzt, muss ich nicht nochmal haben. Also so viel hat es mir nicht gegeben, rückwirkend. Aber war halt geil, weil wenn die Leute sagen, ja, das Leben ist ein Marathon. So, ja, okay, weiß ich. Ich weiß, wie es ist. So, also was gibt es denn für Anekdoten? Und wie gesagt, beim BMX-Fahren, noch heute gibt es Tricks, da bin ich seit Jahren dran. Ich fahre mittlerweile seit 17 Jahren BMX. So, ich habe die noch nicht geknackt. Dauert. Es gab nicht wenige Tricks. Also nämlich dann, ohne jetzt in die Vokabeln reinzugehen, aber es gibt eine Sache, da gehöre ich vielleicht von 1 von 10 Leuten auf der Welt, die das können. Das hat mich fast 8 Jahre gekostet, um diesen einen Trick hinzukriegen. Und das Lustige ist, dann kannst du den und dann kombinierst du den. Und dann ist er gar nicht mehr so krass, weißt du, dann ist dieses Alleinstellungsmerkmal, weil das dann in der Kombination ist. Und dann ist das für dich so normal und andere so, Alter, kriegst du den Anfang schon nicht hin, so, weißt du? Und das ist halt das Paradoxe, diese ewige Weite, es gibt kein Ende. Ja, also ich habe Freunde mittlerweile, die sind Ende 40 und die fahren immer noch und teilweise auch wirklich hoch, auf hohem Niveau, die sind immer noch nicht fertig. So, und die fahren länger BMX, als ich alt bin, wo ich mir denke, what the fuck, so, es gibt kein Ende. Das, wie gesagt, ist, glaube ich, in vielen Sportarten, so wie du sagst, wenn beim Laufen oder Kraftsport, da ist dein Körper dann doch schon immer ein gewisses Limit. Wenn du diese Bewegungsintelligenz nicht hast, das löst du damit. Also beim Calisthenics zum Beispiel, deswegen finde ich das auch so faszinierend, da sehe ich irgendwie auf YouTube Leute, 83-jähriger Asiate, der dann einfach mal Muscle-Ups macht, wo ich mir denke, Alter, das schaffen die meisten 20-Jährigen nicht so. Ja. Und der knallt die Dinger da durch. Ich denke, Alter, wir wohnen neben so einem Altenheim, so einem High-End-Altenheim, die sind bei uns mit einer Anlage drin. Und wenn ich mir angucke, also die meisten sind irgendwie mit 70 da und schieben dann ihren Rollator, ja, und wieder abgeht, wo ich mir denke, was der Körper kann. Ja, und was er auch noch könnte. Ja, einfach wenn du deinen Fokus drauf legst. Und das,
Ja, ich bin Verfechter davon, du brauchst einen Sport, der deine Bewegungsintelligenz irgendwie fordert. So, es muss irgendwas drin sein, was auch so ein Wettkampfgehen hat, wo du dich mit anderen so ein bisschen challengen kannst. Wie gesagt, auch beim Squash zum Beispiel. Ja, das war auch so, ja. Ist ein schon komplexer Sport. So, ich habe nie was mit Schlägern gemacht. Aber das war für mich dann der Ersatz damals für Breakdance. Dass ich einfach sage, hey, ich habe was, was ich nebenher machen kann, was mich fordert. So ein Squash richtig spielen zu können, da kannst du ein ganzes Leben reinstecken. So, und das auf ein gewisses Niveau zu bringen, fand ich halt geil. Also ich höre so raus, du brauchst die Challenge. Absolut. Und danach kriegst du die Belohnung. Nehmen wir mal diesen Trick, den du eben erwähnt hast, wo du 8 Jahre dran gearbeitet hast beim BMX. Du sagst, du setzt dir Zwischenziele. Kannst du das beschreiben, auch für jemanden, der sich nicht mit BMX auskennt, wie du dir so ein großes Ziel kleinschneidest, sodass du wirklich auch zwar diese Überwindung hast, diese Challenge, vielleicht innerhalb von einer Woche, aber trotzdem eben auch ein Erfolgserlebnis. Weil in meiner Welt ist diese 8 Jahre ist so ein fettes Ding. Ich weiß nicht, ob ich mich dafür motivieren könnte, dass ich sage, ich trainiere heute 5 Stunden, damit ich in 8 Jahren diesen Trick hinkriege. Ja, also wie gesagt, du brauchst da einen gewissen Persönlichkeitstyp für. Das muss man einfach erstmal voranstellen. Diese Leidensfähigkeit auf lange Sicht zu haben, das ist bei Leuten im Profisportbereich, ist das halt irgendwie anders verankert. Also da gibt es halt dieses, jeder normale Mensch würde aufhören. Nee, da geht's erst los. Also da beginnt die Challenge. Ja, Muhammad Ali hat mal einen schönen Spruch geprägt. Wenn die Liegestütze anfangen weh zu tun, ab da fange ich an zu zählen. Und das ist es halt, ja. Das ist halt etwas, wenn du sagst, hey, du willst etwas Überdurchschnittliches haben, du musst doch überdurchschnittlich leisten. Das hat nicht mal was mit Zeit zu tun, sondern auch mit der Art, wie du rangehst. Und ich habe ja jetzt nicht 8 Jahre lang 5 Stunden am Tag diesen Trick trainiert. So, das sind einfach Sachen, du merkst die Kraft, die Ansteuerung, so, das braucht halt einfach Zeit. Aber bei uns, wie gesagt, ist halt Bewegungsintelligenz, intermuskuläres Zusammenarbeiten, was so hochkomplex ist. Und also, um einen Vergleich zu haben, mit welchem Trick wir reden, ja, du nimmst normales Fahrrad, so, stell dir das vor, jetzt machst du 4 Stangen an die Seite, dann stellst du dich neben das Fahrrad, dann nimmst du einen Fuß nach hinten, dort, wo das Hinterrad die Narbe hat, so, und dann drückst du das Ding hoch, dass es nur noch auf dem Vorderrad ist. So, das heißt, das Hinterrad ist in der Luft, du bist mit einem Bein auf der hinteren Stange und dann rollst du nur auf dem Vorderrad. Ja, das ist der Switch-Footed Rocket Nose Manual, so nennt man den. Ist auch völlig egal, aber jeder kann sich vorstellen, dass es das relativ anstrengend ist. Und für mich war es dann halt, dass ich gesagt habe, okay, erstmal will ich diese Grundposition haben, das Vorderrad hochdrücken zu können. Alles klar, so. Ich will nicht hinten auf dem Pack stehen, sondern erstmal auf der Pedale. So, und so baust du das nach und nach auf. Das heißt, du hast ganz, ganz viele kleine Stufen, die davor kommen, bevor du zu diesem eigentlichen Ding kommst. Und in anderen Sportarten ist es vielleicht leichter, ja. Das heißt, hey, ich will jetzt einen Klimmzug machen. Für die meisten Leute ist ein Klimmzug absolut unmöglich. Weil sie sagen, ich kann mich doch nicht hochziehen, so. Klimmzug ist dann möglich, wenn du deine Muskulatur vorher ein bisschen konditionierst. So, was machst du? Erstmal fängst du an, 10 Liegestütze. So, dann machst du 10 Liegestütze irgendwie, dann machst du mal 10 technisch saubere Liegestütze, dann schaffst du nämlich auf einmal noch 2 und dann baust du das nach und nach auf. Und irgendwann hast du 10 saubere technische Liegestütze und sagst, okay, jetzt packe ich das mal so langsam an. Und so sagst du, okay, jetzt kann ich mich schon ein bisschen hochziehen, jetzt komme ich zumindest mit den Haarspitzen oben gegen die Stange. Dann trainierst du weiter deine Liegestütze und dann irgendwann kommst du mit dem Kinn rüber und dann sagst, ey, shit, ich kann einen Klimmzug. Und dann sagst du, hey, jetzt kann ich den Klimmzug. Jetzt hätte ich Bock, irgendwie 10 Klimmzüge zu machen. Und so hast du quasi ganz, ganz viele Mini-Schritte, die dann immer kommen. Und für mich war es dann die Motivation, wenn ich gemerkt habe, okay, meine Haarspitzen liegen jetzt schon über der Stange. So, jetzt bin ich schon mit den Wimpern an der Stange. So, jetzt gucken meine Zähne schon rüber. Also immer kleiner während habe ich mich immer darüber gefreut, was ich heute geschafft habe. Und ich bin dann nach Hause gerannt zu meiner Frau. Also, oh, Schatz, ey, heute, nee, ich habe ja den Trick, das und das. Und sie immer, Eigentlich war es mir scheißegal, was sie gesagt hat. Das war einfach, ich musste meine Freude irgendwo entladen. Ja. Und ich kam an, irgendwie blutige Schienbeine, Arme aufgerissen, alles kaputt. Was hast du denn gemacht? Ich hab's heute geschafft, yes! Das war einfach nebensächlich. So, und diese kleinen Teilschritte, die zu feiern, das ist das Wichtige. Und bis heute, also wenn ich jetzt beim Calisthenics gucke, wie gesagt, die Planches sind ähnliche Endgegner. Und dann, wenn wir jetzt irgendwie zusammen trainieren mit den Jungs, die dann so, oh krass, ey, wie deine Technik sich verändert hat, richtig geil. So, und jetzt der nächste Schritt so, ja, okay, jetzt habe ich das eine Level geschafft. Jetzt kommt das nächste, dann das nächste, dann das nächste. Und so baust du es nach und nach auf. Und irgendwann erinnerst du dich gar nicht mehr dran, wo du angefangen hast. Dann fängst du an, Spaß zu machen. Da ist die eigentliche Musik. Wenn wir darüber reden, dass du dich selbst überwindest, dass du hattest eben auch dieses Zitat gebracht. Erst dann, wenn der Liegestütz wehtut, fange ich an zu zählen. Das kann ja auch in die andere Richtung gehen, dass ich mich halt überbeanspruche. Ist definitiv ein Thema, mit dem ich zumindest in meiner eigenen Vergangenheit schon zu tun hatte. Meine These ist immer, wenn du irgendwo ganz gut werden willst, dann brauchst du auch diese Fähigkeit, und in meiner Welt kann man die auch entwickeln, dass du dich eine
zeitlang herausforderst oder man kann auch quälen sagen, um dann letztendlich nachher die Belohnung zu kriegen. Es kann natürlich auch sein, dass ich meinen Körper überbeanspruche. Ich hatte zum Beispiel im letzten Jahr mit einem Schulterimpingement zu tun. Das hatte ich jetzt in meiner Karriere zum dritten Mal. Das manchmal dauert es halt auch lange. Ich habe, glaube ich, ein halbes Jahr gebraucht, bis ich das im Griff hatte. Und das bedeutet dann immer, in der Zeit kann ich nicht ordentlich trainieren. Hast du solche Erfahrungen auch gemacht mit Verletzungen, mit Überlastungen und wie bist du damit umgegangen? Ja, es war dauernd irgendwas kaputt. Also ich weiß gar nicht, was ich aufzählen soll. Ich habe Glück gehabt, gebrochen war nie so viel. Also die ganzen schlimmen Sachen, da bin ich immer dran vorbeigegangen. Bis auf gebrochenen Finger und gebrochenen Rippen habe ich alles ganz gut überlebt. Viel Milch getrunken, keine Ahnung. Aber es war immer irgendwas kaputt. Und also deswegen, ich sag mal so, wenn ich meine Hüfte runtergucke, was ich da an Narben gesammelt habe, also ich kann meine Beine theoretisch gar nicht mehr rasieren, weil das alles nur noch Narbengewebe ist. So. Irgendwann stumpft dein Körper halt auch einfach ab. So, also dieses, ne, bis wohin du dich quälen kannst, das verschiebt sich einfach so dramatisch. Und als junger Hüpfer, wo du einen anderen Regenerationszyklus einfach hast, da geht man da auch einfach stumpf drüber weg, muss man auch ganz klar sagen. Jetzt über 30 achte ich da deutlich mehr drauf. Das heißt, ich habe mich früher nie warm gemacht. Wozu? Absoluter Nonsens. So, heute ist Erwärmung 20-30% meines Trainings. So. Und erst wenn alles wirklich eingeölt ist, gefettet, auf hohen Zylindertemperatur, alles perfekt, dann fange ich erst an mit dem Training. Und nicht eine Minute vorher, weil ich genau weiß, mache ich einen Fehler, ist kaputt. So, das habe ich damals gelernt. Klar, kann man auch viel überbeanspruchen, habe ich auch massiv gemacht, also regelmäßig irgendwelche Sachen. Dann habe ich halt auf der anderen Seite weiter trainiert. Also ganz stumpf. So, ich erinnere mich dran, ich hatte beim Breakdance-Auftritt, hatte ich mir mal selbst den Daumen ausgekugelt. So, und dann ging halt kein BMX-Fahren, weil ich einfach nicht mehr greifen konnte. Es ging nicht. So, die Kapsel, alles war komplett im Arsch. So, und dann habe ich halt Lauftraining gemacht eine Zeit lang. Und dann habe ich halt angefangen, Klimmzüge und so einen Kram zu machen, weil man kann ja auch mit vier Fingern einen Klimmzug machen. So, die andere Hand hat ja noch funktioniert. Und dann habe ich diese Sachen aufs BMX-Fahren nachher adaptiert. So, und dann hatte ich auf einmal so eine krasse Griffkraft entwickelt, dass ich wieder andere Tricks machen konnte. So, und dann war der Daumen nachher auch wieder so halbwegs okay und dann muss halt passen. So, also ganz ehrlich, im Profisport, es wird was kaputt gehen, was irreparabel ist. Fertig. So, du wirst kein Profi, wenn du diese Grenze nicht bereit bist zu überschreiten. Also du musst in Kauf nehmen, dass dein Körper Schäden mit sich nimmt, die nie wieder auszugleichen sind. Ich habe meine Verhältnisse, glaube ich, relativ viel Glück gehabt, weil es nur viele ästhetische Sachen waren. Und bei Männern sind Narben auch eher akzeptiert so. Deswegen habe ich da jetzt auch keinen Schmerz mit. Aber wenn ich jetzt gucke bei meinen Turnerkollegen oder sowas, also die fangen spätestens mit 20, 22 Jahren an, sich tagtäglich eine Schmerzspritze reinzuhauen, musst du halt für bereit sein. Fertig. So bei allen Fußballern, ne, ob das Sebastian Schweinsteiger war, Ballack, wie die alle heißen, die haben bis heute damit zu tun. So, und das muss dir einfach klar sein. Auf dem absoluten Top-Niveau, da spielt dein Körper nur noch eine untergeordnete Rolle. Und deswegen ist das auch nicht für jeden erstrebenswert, auch nicht für jeden notwendig. Aber das gibt vielleicht ein kurzes Abbild darüber, was ich meine mit, du musst halt diese Leidensfähigkeit, das ist nachher auf dem Level, wo du sagst, was stimmt mit dir nicht so? Ja, das ist leider halt notwendig. Da kann man auch kein Hehl draus machen. Also im Profisportbereich gelten komplett andere Regeln. Da ist einfach die Frage, kommst du durch, ohne dass was richtig Schlimmes passiert und kannst du abliefern zu dem Zeitpunkt? Aber jetzt zum Beispiel gerade Tennis Djokovic, ne, da irgendwie mit einem mehrfachen Muskelfaserriss hat er noch ein Finale gespielt. So, der war so voll auf Stoff, der konnte seinen Namen nicht mehr aussprechen, so, aber der konnte sein Spiel machen und hat gewonnen. So, wo man sagt, ist es das wert? Muss ja. Jeder selbst entscheiden. Das muss jeder selbst entscheiden. Da geht Leistung vor Gesundheit. Absolut. Und wie gesagt, das muss einem auch klar sein. Deswegen ist es aus meiner Sicht auch null erstrebenswert, sich mit Leuten im Sport zu vergleichen. Das macht einfach null Sinn, weil du niemals die Leidensgeschichte dahinter kennst. Ich habe immer so einen Spruch, ich habe heute Abend ja auch einen Vortrag. Alle wollen reich sein, niemand will reich werden. Ja, du willst das haben, was die Leute haben, aber du willst nicht den Weg gehen. Also dann bleib doch auf deinem Level und guck, wie du dich da weiterentwickeln kannst. Aber also ich bin großer Verfechter davon, hör auf, dich an diesen Vorbildern zu orientieren. Nimm dir das mit, was für dich irgendwie Fortschritt bedeutet, aber diese Idealverzerrung, die Leute müssten mal wirklich den Weg dahin zeigen. So. Und dann wird es auch relativ schnell entspannter mit dem, ah, so sehr will ich das doch gar nicht. So. Bei mir im unternehmerischen Umfeld, ne, wenn Leute sagen, ja, ich will auch ein Top-CEO werden, so wie Elon Musk, und so, guck dir mal seine Story an. So, du willst nicht eine Sekunde mit diesem Menschen tauschen. Willst du nicht. Du willst das haben, was er hat. Aber auch das willst du nicht. So, weil die Leute einfach diesen Zusammenhang nicht checken. Man muss sich immer alles angucken. Auch zum Beispiel, und das siehst du von außen nicht unbedingt, was ist das Wertegerüst? Wenn wir jetzt sagen, eben Beispiel Leistungssportler, die müssen in meiner Welt sagen, meine Gesundheit ist mir nicht so wichtig, die Leistung ist mir wichtig. Ich will Höchstleistung bringen. Und dafür alles andere ordne ich dem drunter. Alles, Familie, weiß nicht, Kinder, Partnerschaft, Gesundheit, all diese Dinge. Und bei jedem Menschen sind es halt andere
Einordnung. Du jetzt als Unternehmer, weißt nicht, wie du deine Werte gewichtest, aber möglicherweise ist jetzt die sportliche Leistung nicht mehr an der Stelle, wo sie noch vor 10 Jahren war. Ja, absolut. Und das meine ich ja auch. Das war für mich ja quasi auch die Herausforderung, als ich meine Karriere beendet habe, das mir auch einzugestehen und auch zu sagen, okay, das rutscht jetzt einfach runter. Und auch so hat sich es bei mir zum Beispiel, während Corona haben wir unseren zweiten Sohn bekommen. Und da war Familie super wichtig, einfach so. Und auch das Unternehmerische, ich will nicht sagen, es hat gelitten, aber ich habe da einfach nicht so viel Energie reingesteckt, bin ich auch ganz ehrlich. Lief trotzdem super und wenn ich es mit anderen vergleiche, top. So, aber mittlerweile sage ich halt auch, hey, mein Großer ist 5, der Kleine ist 2. Ich kann es auch wieder anders angreifen, so, weil ich jetzt einfach weiß, okay, ich habe jetzt Dinge auch erleben dürfen mit meinen Kids, so, das haben andere ihr gesamtes Leben nicht, da mussten die immer drauf warten. Und jetzt habe ich halt auch mir so die unternehmerischen Ziele einfach wieder auf eine andere Fahne geschrieben. Und ja, das heißt dann auch, dass ich abends vielleicht mal, wie gesagt, so einen Vortrag halt jetzt mache, ja, oder dass ich dann irgendwie am Wochenende auch mal auf ein Event fahre, was ich dann in den Corona-Zeiten oder so halt auch nicht gemacht habe. Ich gesagt, nee, ich bin jetzt einfach nicht available und fuck it, so. Wichtig ist, finde ich, immer, dass man eine Grenze hat, dass man sagt, das sind meine Werte, das nehme ich in Kauf, das nehme ich nicht in Kauf und kommuniziert das transparent, auch mit der Partnerin. Ja, unbedingt. So, ja. Und wenn dann alle Bescheid wissen, dann ist das ja auch okay. Und früher, gerade im Sport, also auf wie vielen Familienfeiern, Geburtstagen ich nicht gewesen bin, ich kann es gar nicht aufrechnen. Ja, also du merkst es an dem Zeitpunkt, wo du nicht mehr gefragt wirst. Reik hat Wettkampf, brauchst gar nicht fragen, so, der ist eh nicht dabei. So, und dann irgendwann, wenn du merkst, du vermisst das, dann musst du die Frage stellen, ob dein Kompass gerade noch richtig ist. Ja. So, das Schlimmste ist, was du machen kannst, wenn du auf einem Wettkampf bist und an deine Familie denkst und wenn du bei deiner Familie bist, an Wettkampf denkst. Ja, also gibt auch da ein schönes sprachliches Bild. Wenn du im Büro sitzt und an Mallorca denkst, dann bist du weder auf Mallorca noch im Büro. So, und so ist es halt, ja. Du musst halt kompromisslos sein in dem Fall. Dann ist es aus meiner Sicht auch relativ simpel, das unter den Hut zu bringen, weil wie gesagt, jeder Sportler kennt das. Ja, es ist halt, du hast einen anderen Zyklus und ich habe das, glaube ich, immer relativ gut kombiniert bekommen. Fun Facts, als ich im Studium war, meine Frau, Sonntag hatten wir eine Fernbeziehung damals, ist immer zu mir gekommen ins Studium. Und da war sie halt von Samstag bis Sonntag da. So, und dann musste ich ja irgendwie gucken, wie schaffe ich das mit meinem Sport? Hatte ich eine total simple Idee. So, Samstag waren wir meistens wie Party machen oder sowas. Und dann habe ich halt sehr wenig geschlafen, bin da trainieren gewesen, habe frische Brötchen geholt und habe dann Frühstück gemacht. Ich war mit der Trainingseinheit durch. Und dann war ich halt sonntags um 5 Uhr war ich dann halt trainieren, bis um 8:30, 9:00. Hab die Brötchen geholt und dann ging's los. So, und dann war halt klar, Party machen, ja, musst halt auf Halbgas machen, weil das hat für mich nicht die Priorität. Ich war trotzdem feiern, hab wenig geschlafen, aber hab dann auch Action gemacht. Das muss man für sich halt einfach festlegen und dann ist es auch umsetzbar. Dazu muss ich sagen, das geht wahrscheinlich in den 20er noch ganz gut jetzt. Ich merke halt, dass das Thema Schlaf bei mir weniger verhandelbar ist als noch vor 10, 20 Jahren. Ah, warte ab, bis du Kinder hast. Hey, dann, das ist das nächste Level, ja. Das ist der Endgegner, gerade bei 2, aber das ist ein anderes Thema. Das kann ich mir vorstellen. Nee, ist ein gutes Thema. Und zwar, das finde ich auch spannend. Du bist Unternehmer. Wir haben eben im Vorgespräch darüber gesprochen, dass du 20 Angestellte hast und du hast 2 Kinder. Du machst regelmäßig Sport, verfolgst da deine Ziele. Wie bekommst du das alles unter einen Hut? Ich glaube, es gibt viele, die zuhören, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind, die einen anspruchsvollen Job haben, die, und das merkt man ja auch im Gespräch mit dir, du hast, gehe ich mal von außen, einen hohen Anspruch an dich selbst, sowohl was die Arbeit angeht, was den Sport angeht, was sicher auch die familiären Verpflichtungen angeht. Wie kriegst du das hin? Also zum einen ist für mich halt eine klare Zielplanung. Ja, ich habe ja ein Buch geschrieben auch, Dein perfekter Unternehmertag. Und ich habe damals eine Phase gehabt in meinem Leben, das muss man vielleicht so die Herkunft kurz beleuchten, da habe ich halt knapp 100 Stunden die Woche gearbeitet. So, das kann man sich mal kurz runterrechnen. Das heißt, dass du so 15 Stunden-Tage hast, 7 Tage die Woche, kommst du ungefähr bei 100 Stunden raus, plus minus. Und damals hatte ich das Problem, ich hatte ja Profi-Verträge, ja, Sponsorenverträge hast du nicht gesehen, Wettkampfdruck, ich muss das irgendwie alles unter einen Hut bringen. Deswegen, ich war schon immer ziemlich gut im Zeitmanagement, aber ich hatte das Problem, irgendwann bist du halt limitiert, es geht aber nicht mehr. Der Tag hat 24 Stunden, dann ist vorbei. Und dann hatte ich halt einen super schlauen Einfall, ich habe meinen Schlaf reduziert. Das habe ich auch probiert vor 10 Jahren. So, und jetzt halte ich fest, ich habe das auf ein absolutes Perfektionsniveau gebracht. Und zwar habe ich gesagt, komm, ich bin irgendwann nachher so 5 Stunden, 4 Stunden, 3 Stunden, dann habe ich noch 2 Stunden Hauptschlafphase. Aha. So, jede Nacht. Und wie gesagt, volles Brett Training, volles Brett Unternehmertum, irgendwie Vollgas gegeben. So. Aber ich hatte auf einmal super viel Zeit. Und kannst du dir ausrechnen, alle liegen da 6 bis 8 Stunden wie faul rum und ich konnte halt Gas geben. Und dann hatte ich die Weisheit mit Löffeln gefressen und habe auch ordentlich performt. Dann hatte ich irgendwann Routineuntersuchung bei meiner Ärztin als Sportler, ne, regelmäßiger Check-up, war auch ein bisschen länger nicht da, ehrlicherweise, hatte ja immer keine Zeit. Dann bin ich hingegangen und dann hat sie meine Werte genommen. Und dann sagte sie mir so, Raik, setz dich mal hin, wir müssen mal reden. Und das war so, Schatz, wir müssen reden. Und du und ich wissen das, wir haben Frauen, da geht's nicht um Urlaub. So, habe ich mich da hingesetzt, was ist jetzt los mit ihr? So, ja, Raik, deine Werte sind so scheiße, wenn du so weitermachst, wirst du in wenigen Wochen tot sein.
So, und wenn du das mit 25 hörst, dann ist das, also es war für mich halt echt so, what the fuck? Und dann habe ich gemerkt, diese ganze vermeintliche Selbstoptimierung und so, irgendwie hat das den falschen Ansatz. So, und das hat für mich auch echt viel verändert, weil ich musste zum einen, alles, was ich bisher gemacht habe, muss ich komplett auf den Prüfstand stellen, weil das war unmissverständlich klar, machst du so weiter, wird das passieren. Fertig. So, das war klar. Also alles, ne, ich hatte mittlerweile über 10 Kilo Gewicht verloren. Ich bin jetzt nicht unbedingt der übergewichtige Typ. Körperfettanteil unter 10%. Ich habe mich komplett selbst aufgefressen. Und keine Regeneration. Dann habe ich das so gemerkt, die Augen zucken und sowas, ne, dass man auch immer aggressiv ist und so. Ja, dann auf einmal merkst du es. So. Und daraufhin habe ich dann Werkzeuge, Methoden gesucht, wie ich das halt hinkriege, so mein Sport, mein Unternehmen, auch Family, Freunden, allem gerecht zu werden. Da ist für mich halt dieser perfekte Tag halt ein sehr, sehr wichtiges Werkzeug geworden, was ich dann auch in meine Sprache gebracht habe, für mich kultiviert habe. Und dann habe ich halt auch ja diese Prioritätensetzung einfach so für mich organisiert, dass alles unter einen Hut passt. So, und das heißt, nicht mehr 100% in jedem Bereich zu bringen, sondern dass du verschiedene Lebensbereiche hast und die jeweils zu gleichen Teilen bespielst, dass du einen Ausgleich in all diesen Sachen hast. Und das war das Interessante. Das heißt, es ging nicht mehr darum, überall 100%, sondern in 4 Lebensbereichen, überall 25. Welche 4 Lebensbereiche? Das erste ist Beruf, ist relativ selbsterklärend, Gesundheit, Sport, Ernährung, Regeneration, Beziehung, ne, Partner, Family, allem anderen. Und der letzte Bereich ist Inspiration. All das, was du machst, wenn du kein Geld und keine Anerkennung von anderen bekommst. Ja, können die meisten am wenigsten greifen. Ich sage, jeder, der Depression hat, der macht das nicht. Kannst du immer relativ leicht nachvollziehen. Also auch viele Unternehmer, die wir kennengelernt haben, auch beraten haben, kümmern sich nicht um diesen Bereich. Die haben keine Hobbys, die haben keine Dinge, die nicht irgendwie im beruflichen Kontext stehen. So, was brauchst du aber? Du brauchst irgendwas, was komplett außerhalb ist. Ja, mal ein Bild, lern ein Instrument, lern eine Sprache, scheißegal. Es geht darum, dass du etwas für dich machst, was dir etwas gibt. Ja, ich habe irgendwann angefangen, Hunde aus dem Tierheim auszuführen. So, und habe da jetzt auch kein Hehl draus gemacht. So. Aber ich hatte einfach Bock drauf, weil mir war klar, mein Lebensziel, ich habe keinen Bock, einen eigenen Hund zu haben. So, dafür war ich zu viel auf Reisen. Aber die waren super dankbar dafür. Ich habe die angeleint, bin mit mir rumgerannt und ja, das war voll geil. Das hat allen irgendwie was gegeben. Und das sind einfach Dinge, du musst dir da Aktivitäten suchen, die dich ein bisschen rausholen. Das gibt dir dann wieder mehr Energie auch für alles andere, ne? Ja, es, also ich finde, das ist der Schmierstoff. Und ich merke immer so, auch bei unseren Unternehmern, Beruf, das kriegen wir meistens relativ schnell hin, dass das richtig gut bei läuft. Gesundheit, lebe ich den irgendwie auch ein Stück weit vor mit meinem Team, so, dass das klappt. So, Beziehungen, haben wir auch gewisse Sachen richtig gemacht, alle Mann. Und Inspiration, das ist dann halt genau das, ja? Eisbaden. Ist mir scheißegal, ob mir jemand zuguckt oder nicht. Ja, also wenn ich jetzt irgendwie draußen im Winter unterwegs bin und dann bleiben die ganzen Fußgänger alle stehen so, hey, du gehst doch da jetzt nicht rein. Doch. So, aber ist mir scheißegal, ob die stehen. Ich mache das ja nicht für die. Ich mache es für mich. So, und so finde ich, braucht man halt einfach Dinge, denen man nachgeht, die einen einfach so ein bisschen runterbringt. So, und für manche ist die Meditation, hat jeder seins. So hat es für mich einfach klare Zielsetzung, klare Überprüfung. Also ich messe das nach. Ja, ich habe dafür auch Strukturen entwickelt. Wie gesagt, wir geben das dann mittlerweile auch Leuten weiter, weil das ist die größte Herausforderung. Du brauchst einfach für dich eine Struktur, wo du sagst, hey, du willst dich immer weiterentwickeln, aber welcher Bereich hat gerade wirklich Priorität? So, ist es jetzt das Sportliche? Ist das Unternehmerische? Ist es die Beziehung? So. Und wie schaffst du es, dass die anderen Sachen nicht hinten runterfallen? Und das ist gar nicht so einfach, gerade wenn du Unternehmer bist, weil du hast immer im Hinterkopf, wenn ich nicht arbeite, dann geht's runter und dann kann ich meine Familie nicht ernähren und dann hast du sofort so eine Spirale. Und da geben wir den Leuten halt wirklich genau diese Werkzeuge an die Hand, um das zu lösen. Wie kann ich halt effizient Vertrieb machen? Das heißt, wenn ich da jetzt mehr Zeit rausnehme, um beispielsweise Kinder zu kriegen oder mich mehr um meine Family zu kümmern, wie kriege ich mein Geschäft so stabilisiert, dass es funktioniert? Und woher weiß ich das? Ja, weil ich das selber durch habe. Ich muss es ja selber irgendwie hinkriegen. So, und deswegen practice what you preach. Die Sachen, die wir selbst gelernt haben, das können wir anderen weitergeben, weil wir wissen, dass es funktioniert hat. Und nichts anderes machen wir. Gab es für dich eine Phase in den letzten 10 Jahren, wo du keinen Sport gemacht hast? Gar keinen Sport? Nee. Nee. Immer. Also ich habe einen riesen Vorteil. Mein Immunsystem ist halt einfach bulletproof. Keine Ahnung, selbst die ganzen Hardcore-Kinderkrankheiten. Also das Schlimmste, was mir passieren kann, und das ist wirklich der absolute Super-GAU, dass ich mal einen Tag lang eine Packung Taschentücher brauche. So, aber bin ich jemals krankgeschrieben gewesen? Nee. Gibt es einfach bei mir nicht. Hast du da spezielle Routinen, die dir dabei helfen oder sagst du, es ist einfach angeboren? Nee, das wird dir nicht geschenkt, im Gegenteil. Also ich bin sehr, sehr, sehr diszipliniert. Und bei mir ist Disziplin halt immer aus zwei Richtungen betrachtet. Das eine ist Disziplin, die für dich anstrengend ist, wo du dich konditionieren musst, um diszipliniert zu sein. Das ist, glaube ich, auch der Grund, warum viele hier zuhören. Ne? Wie bleibe ich dran? Wie schaffe ich das umzusetzen? Bei mir ist Disziplin einfach, wenn du sagst, eine Routine ist so simpel, es ist dir peinlich, wenn du es nicht tust. Ja. Das, finde ich, ist die höchste Form der Disziplin. Dass du einfach sagst, Erik, ganz ehrlich,
hab dich mal nicht so. Also wenn du das jetzt nicht machst, das ist schon armselig. Wie gesagt, Negativmotivation ist jeder ein bisschen anders getriggert. Und bei mir zum Beispiel, also meine Ernährung ist sehr, sehr eindimensional, aber funktional. So, das heißt, jeden Sonntag koche ich mein Essen vor für die gesamte Woche. Das heißt, nur Samstag gibt es was anderes, aber sonst esse ich jeden Mittag dasselbe und das seit über 12 Jahren. Ist bei mir genauso. Ja, so. Es macht es so einfach. Das Einkauf ist so schnell, alles ist total schnell erledigt. Ist, glaube ich, auch eine Typfrage. Es gibt Menschen, die können sich nicht oder wollen sich nicht damit anfreunden, wie auch immer. Ich bin da anders gepolt, eher wie du. Brauchen halt diese Abwechslung, ne? Ja, und also ehrlicherweise glaube ich nicht, dass Leute Abwechslung brauchen. Also wenn du jetzt einfach mal guckst, was kaufst du regelmäßig ein, ist auch immer derselbe Kram. Mhm. So, und also ich will jetzt kein Bäschen oder sowas, aber Bärchenwurst oder sowas und Brot, so, was soll das, ja? Also kannst du nichts mit anfangen. Ist für deinen Körper jetzt nicht unbedingt sinnvoll. Bevor du gar nichts isst, ja, ist lieber das. Aber gibt's halt auch andere Wege. So, und bei meinen Kids zum Beispiel, ja, so alle mal, ja, du darfst den Kindern keine Gummibärchen geben. Ja klar, lass sie doch Gummibärchen essen, so viel die wollen. Warum? Also es gibt Gummibärchen, dürfen die auch essen, wenn die wollen. Stopft euch voll damit, bis euch das in den Ohren rauskommt. Aber ich esse halt ganz oft als Snack einfach Maiswaffeln, ja? Also ich habe quasi immer Maiswaffeln dabei. Andere haben Taschentücher, aber ich habe Maiswaffeln dabei. Ist für mich immer so der Snack für zwischendurch. Was essen meine Kinder? Die essen die ganze Zeit Maiswaffeln. Es fängt meistens bei den Vorbildern an, ne? Die gucken sich das ab. Genau, und so finde ich halt auch, also einfach diesen Switch zu machen und zu gucken, hey, wie ernähren sich kleine Kinder? Und mittlerweile ist halt wirklich so, ich habe lange überlegt, ey, wie kriege ich das in die Leute rein? Weil du kennst selber, du hast ein neues Thema und dann nervst du dein ganzes Umfeld damit. Ja? Und dann bist du der Messias, du musst alle erleuchten. Und wir beide wissen, das funktioniert nicht. Ja, das kostet dich Energie, es kostet dein Umfeld Energie, alle sind nur noch angekotzt, bringt nichts. Also, so, und Fresse halten können wir aber irgendwie auch nicht. Das ist, wenn wir einen Podcast, kann keiner widersprechen. Das ist immer ganz praktisch. So. Und dann kommst du irgendwann an diesen Punkt, wo du sagst, ey, wie kriege ich das jetzt in diese Leute rein? So. Und dann musst du dir einfach Beispiele suchen, dass die Leute sagen, ey, das ist ja der Marc und der Reik und ja, bei denen ist das ja, das kann ich mir vorstellen. Das sind ja die Superhelden so. Aber wie ist das bei Normalsterblichen? Und mittlerweile habe ich mal so zwei Regeln. Erstens, wenn du eine Wunde hast, würdest du das, was du essen willst, dir auf deine Wunde packen. Jetzt mal ganz kritisch, ja oder nein? Würdest du das, was du essen würdest, jetzt auf deine Wunde packen? So offene Fleischwunde, richtig schön, Blutspritz, Knochen kommt raus. Würdest du das darauf legen? Du hast sofort eine Bauchentscheidung. Und 98% aller Lebensmittel stehen diesen Test nicht. Ganz intuitiv. Super. Wenn du es in deinen Mund einführst und deinen Magen zuführst, dann ist es nichts anderes. Und da denken die Leute meistens nicht so lange drüber nach. Das ist der eine Part, so kannst du es für dich selber mal festhalten. Also mach mal den Check, geh mal durch deinen Kühlschrank so durch, was du rumliegen hast. Der zweite Part ist, ich habe jetzt zwei kleine Kinder großgezogen, gut, sind so groß wie ein Karton, aber es ist eine Arbeit. So, und wenn die anfangen mit fester Nahrung, wie ernähren die sich? Und dann merkst du eine Sache, die so geil ist, die Kinder essen nicht das, was nicht gut ist. So, also wenn du einem kleinen Kind eine Pizza hinlegst, dann rührt es die Pizza nicht an. Das passiert nicht, weil das Kind intuitiv wahrnimmt, dass irgendwas drin, was nicht gut für mich ist. So, das ist total lustig, das lernt man als junge Eltern, lernt man das erst mit und du siehst es dann auf einmal und die greifen intuitiv eher zu dem Stück Gurke. So, das heißt, ernähr dich einfach so wie deine kleinsten Kinder oder wie Kleinkinder und dann ist easy. Also es lohnt sich wirklich einfach mal durch die Kinderabteilung durchzugehen, guckst du, hey, was gibt's für 12 Monate alte Kinder, so 12 bis 18 Monate, kauf das alles mal ein und zieh das mal eine Woche lang durch. Danach kannst du nicht mehr normal einkaufen und essen gehen, das ist unmöglich. Und dann ist nämlich auch spannend, wenn du dich auf so einer Basis ernährst. Und nochmal, du musst jetzt nicht jeden Tag Babybrei essen, ja, aber es geht darum, wie viel Verarbeitungsschritte haben Lebensmittel, Konservierungsstoffe, wie gesagt, Bärchenwurst. Ich sage mal, wenn Lebensmittel mehr als 2 bis 3 Verarbeitungsschritte hat, dann lass die Finger davon so. Ja. Und bei Bärchenwurst, jetzt mal aufs Herz, keine Sau weiß, was da drin ist. Bei Brot, ja, Mehl, Wasser, zack, wie viele Verarbeitungsschritte hat es wirklich? So, und dann. Eine Handvoll auf jeden Fall. Ne? So, und dann kannst du mal rückwärts rechnen. Und wenn du einfach kauf dir Brokkoli, fertig. So, wie viele Verarbeitungsschritte hat Brokkoli? Der wird gepflückt, gewaschen, reingepackt. Fertig. So, schockgefrostet, easy. Brokkoli, tipptopp. So kannst du durch alles durchgehen. Je mehr Verarbeitungsschritte. Und beim Snickers, ey, das Ding, wie viele Maschinen du brauchst, um Snickers zu basteln, das ist schlau. Und auf der anderen Seite, und das ist vielleicht auch mal wichtig, musst dich ja nicht nur geißeln, hau dir die Sachen rein, die du geil findest, aber dann auf einmal. Ja, das finde ich auch mal ganz wichtig. Das heißt, dieses Kontinuierliche, das ist halt Gift. So, wenn dann halt ganz oder gar nicht. So, also der sogenannte Cheat Day, den viele irgendwie kennen. Oder bist du ein Fan von? Was heißt Fan von? Also bei mir gibt's halt keinen Cheat Day. Bei mir ist halt einfach so, wenn ich Bock auf was habe, dann mache ich's, weil ich faste regelmäßig so. Ich meistens immer so 4 Tage im Jahr. Ah, tatsächlich. Mittlerweile geht das gar nicht mehr, weil mein Körper anfängt, sich selbst zu verdauen. Ich habe nicht mehr so viel Zeug in mir. Es geht gar nicht, ja. Also ich merke dann so ab 2,5 Tagen, so spätestens am 3. Tag, fängt mein Körper an, nach und nach seine eigenen Reserven zu verdauen. So, und das ist der Punkt, wo du halt auch einen Cut machen musst, weil ansonsten lösen sich deine Organe auf. Das hört sich ein bisschen bescheuert an, aber es geht gar nicht mehr. Mein Körper hat gar nicht mehr genug Schlacke in sich, die
raus kann. So. Und auf der anderen Seite, wenn die Leute das erste Mal 4 Tage Fasten machen, kann jeder, gibt es auch keine Gefahren, man sollte ein bisschen aufpassen mit seinem Sportprogramm, kann jeder. Und dann merkst du, krass, mein Körper kann das. Und dann nimmst du Essen ganz anders wahr. So, deswegen, wie gesagt, das sind so ein paar Weisheiten aus der Praxis, aber super simpel umgesetzt. Also FDH, frisst die Hälfte, Verzicht. Und wenn, dann richtig. Also wenn, dann wirklich am Wochenende die Sahnetorte, den Schnaps mit Gummibär, alles oben drauf. Weil dann ist dein Kopf auch so drüber, hat er beim nächsten Mal gar keinen Bock mehr drauf. So, und vielleicht noch eine letzte Anekdote, um das Thema zu schließen. Ich finde es immer witzig, wenn du an Sachen denkst aus deiner Kindheit, die du früher richtig geil fandest. Ja, bei mir zum Beispiel, ich erinnere mich noch mal so, Alberto-Lasagne. So, als ich in der Pubertät war, so geil, ja. Es hatte mehr E-Stoffe als eigene Zutaten, mega. So, dann bin ich immer los, oh, hätte ich voll Bock drauf. Kindheitserinnerung, Konditionierung, geil. Kauf mir das Ding und nach der Hälfte, ich schmeiß echt kein Essen weg, ne? Aber ging nicht mehr. Ja, es ist wirklich faszinierend, ne? Wie sich auch der Geschmack verändert, wenn du anfängst, dich anders zu ernähren. Das setzt da eben auch die Gewohnheit voraus, geht mir genauso. Ich habe früher allen möglichen verarbeiteten Mist gegessen. Und wenn ich das heute esse, dann denke ich, boah, es ist nur süß oder irgendwie langweilig oder anders. Und meine These ist, man kann sich da auch wieder dran gewöhnen. Ne? Wenn du es regelmäßig isst, kommst du wieder rein. Deswegen, ich gehe da ähnlich vor wie du. Ich achte drauf, worauf ich wirklich Lust habe. Und das erlaube ich mir auch. Und meine Gewohnheit ist aber inzwischen so, dass ich eben hauptsächlich auf die natürlichen Dinge Lust habe und das auch vorziehe. Ich finde es auch spannend, dass du das bei deinen Kindern beobachtet hast. Die gleiche Story hat meine Schwester mir auch erzählt mit ihren Kindern. Die sind inzwischen schon fast aus der Schule raus, beide. Aber die hat mir genau das Gleiche erzählt vor 18 Jahren. Ne? Also mal sehen, werde ich vielleicht auch irgendwann nochmal beobachten, dass da was dran ist. Absolut. Und vielleicht auch noch so, ich mag es auch gerne mal so Dinge einfach zu verändern. Ja? Und einfach mal zu sagen, hey, dein Leben hat ja ganz, ganz viele Variablen. Ernährung ist eine davon. Und jetzt einfach mal sagen, hey, ich mache meine Ernährungsumstellung. Das heißt nicht, die Chipstüte von links nach rechts zu stellen. Das ist keine Ernährungsumstellung, sondern auch einfach sagen, hey, ich tausche mal eine Sache, tausche ich aus. Und mir zum Beispiel, immer gesund ernährt, immer top, bla, bla. Also ne, Leute hätten Bücher über mich schreiben können. Und auf der anderen Seite habe ich gesagt, hey, jetzt lasse ich mal Milchprodukte weg. So, als Sportler dachte ich immer so, ey, du musst dir richtig viel Proteine reinhauen, Magerquark, mir reingeschaufelt jeden Tag, wie fast ein Liter Magerquark irgendwie. Dann Milch irgendwie 1 Liter pro Tag, weil ich dachte, das ist der geilste Scheiß. Meine Freund von mir, ey, Reik, da ist so viel Zeug drin und wo es herkommt und bla 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 und Penicillin und so, lass das mal weg. So, das zerstört meine ganze Existenz. Ich hab doch schon nichts, so, lass mir doch wenigstens meine Milch, ne? So, what the fuck, na okay, komm, Challenge accepted, ne? Reik, alter Sportler, zieh durch. Eine Woche lang habe ich Milchprodukte komplett weggelassen, kein Käse, gar nichts, alles weg, 100% null, also wirklich gar nichts mehr. Nach einer Woche, ey, ich habe meinen Körper nicht wiedererkannt. Es war so verrückt. Es war wirklich so verrückt. Es war, als hätte jemand mich aus einer Schale rausgeholt. Und ich dachte mir so, willst du mich verarschen? Also, was, ja, so, wie habe ich es kompensiert? Ich habe da Mandelmilch und Hafermilch geholt, was halt Wasser und Haferflocken ist. Oder halt, da ist ja wirklich nichts drin. Und damit kannst du trotzdem deine Haferflocken essen, so, dein Cornflakes, whatever. Und wie gesagt, ich will jetzt auch da die Milchindustrie nicht bashen, aber irgendwie sind da Sachen drin. Also ich kann es ja auch wissenschaftlich 300%ig nicht erklären, so tief bin ich da nicht drin. Aber ich habe für mich selbst die Erfahrung gemacht, erstens, dein Schlaf wird deutlich entspannter. Keine Ahnung warum, aber ich habe deutlich entspannter geschlafen. Meine Regenerationsfähigkeit war deutlich gesteigert. Ja? Dann generell deine Konditionierung. Ja, ich hatte super viel Wasser in den Zellen drin, was ich vorher gar nicht wusste. Ja, klar, irgendwie Sixpack, alles super. Aber auf einmal war so, ich habe mein Training nichts verändert. Und dann auf einmal so, Alter, wie siehst du denn aus? Haha, aber mich weggelassen. Also irgendwie der ganze Einladungsprozess, wie gesagt, ich will jetzt keine ernährungswissenschaftliche Diskussion aufmachen, aber das ist einfach mal zu verändern. So, ich habe für mich gemerkt, ist geil, ich habe nie wieder Milch getrunken. Das heißt, du trinkst jetzt auch keine Milch mehr? Gar nicht mehr. Keine von einem Tag auf den nächsten. Kein Käse, kein Quark? Okay. Null. Auch das Thema ist, hatten wir ja auch schon mal im Podcast, ich glaube, was wichtig ist, ist halt dieses Ausprobieren, weil ich habe die Erfahrung gemacht, ich habe selbst auch mal ausprobiert, bei mir hat es nichts verändert. Ich trinke allerdings jetzt persönlich auch nicht so viel Milch, esse aber super gern Quark. Und ich habe Wochen, wo ich keinen Quark esse, Wochen, wo ich viel Quark esse, macht bei mir keinen Unterschied. Meine Erfahrung ist aber, es ist total individuell. Es gibt Menschen, die genau das beschreiben, was du beschreibst. Und dann gibt es halt andere, die kommen damit gut klar. Und ich glaube, es macht total Sinn, das für sich mal auszuprobieren. Ich habe für mich vor ein paar Wochen mal ein Experiment gemacht, dass ich einfach, also ich bin Koffein-Junkie, ich liebe Espresso, ich habe eine Siebträgermaschine, mag damit verschiedene
Bohnen ausprobieren und sowas. Und habe auch sehr viel davon konsumiert, muss ich auch echt sagen. Und habe mal eine Woche komplett drauf verzichtet. Und du glaubst nicht, was sich alles verändert hat. Ne? Ich habe viel besser geschlafen. Habe nur ein paar Tage morgens diese Anlaufschwierigkeiten gehabt. Das war dann weg. Und bin jetzt, trinke ich wieder Kaffee. Ich liebe es auch, aber auf einem anderen Niveau. Ja, also kann ich nur deswegen sage ich ja, was hast du vielleicht auch überkonditioniert in deinem Körper? Ja. Ja, und also kannst du mal rechnen, wenn du sagst, du isst gerne Quark so. 1 Liter Magerquark pro Tag, 7 Tage die Woche plus 1,5 Liter Milch jeden Tag. Ja, ist schon eine Menge. Also ich habe ja quasi eine ganze Kuh leer gemacht. Also ist ja, wenn du sagst, dass du viel Kaffee trinkst, ist ja immer das, wo man sagt, oh, ey, darauf kann ich überhaupt nicht verzichten. Perfekt. Komfortzone, da ist sie, klopft an und sagt, hallo. Und dann, ja, machst du einfach mal eine Woche, ey, how hard could it be? Und ohne, dass du sagst, ey, ich muss das weglassen, hat sich einfach deine Bewusstheit, dein Konsum komplett verändert. Das merken wir auch bei unseren Unternehmern. Die machen das mittlerweile so regelmäßig Challenges, so einen Monat auf Alkohol verzichten oder Kaffee oder whatever. Oh, ja. So, und das ist halt ganz geil. Die Challenges sind auch gegenseitig, sagen, okay, 500 Euro ein Pott, wenn ich es nicht hinkriege. Und die sind dann auch ehrlich mit sich. Ne? Und dann heißt, okay, wird ein Spendenziel festgelegt, wo man sagt, da geht die Kohle hin, wenn es einer versaut. Also fließt niemandem direkt zu. Und das macht ja wahnsinnig viel Spaß, weil das machen die einfach so nebenbei. Und auf einmal sind die ganz anders fokussiert und haben andere Themen, so weil teilweise, ja, ich brauche diesen Kaffee. Du brauchst gar nichts. Atmen musst du. Und selbst da, Apnoe tauchen, auch nicht die ganze Zeit. Also kann man auch mal eine Zeit lang drauf verzichten, ja. Du hattest eben schon erwähnt, du hast ein Buch geschrieben, Dein perfekter Unternehmertag. Packen wir auch in die Shownotes. Auch wunderschönes Cover, da sieht man dich mit deinem BMX-Rad drauf. Und jetzt würde mich nochmal interessieren, was ist denn dein perfekter Tag? Kannst du den beschreiben? Sagen wir es mal so, das ist für jeden individuell. So, und für mich persönlich, ich habe meine Version. Für mich geht es halt einfach darum, wenn du diese Version für dich erstellt hast, ist die Frage, zu welchem Zeitpunkt. Und für mich ist einfach relativ klar, diese 4 Lebensbereiche sind eingefasst. Und ehrlicherweise will ich es gar nicht teilen, weil das für mich auch was Privates ist. Aber ich kann sagen, dass ich mit dem, was ich jetzt gerade mache, mit dem, wie ich meine Familie organisiere, meine Beziehung, meine Freundschaften, mit meinem Beruf, ich lebe diesen Tag. Ja, ich habe dieses große Glück, meinen großen Luxus, diesen perfekten Tag halt umsetzen zu dürfen und da halt auch schon drin zu sein. So, und deswegen finde ich es wichtig, es geht gar nicht darum, wie es bei dir, wie es bei jemand anderem, wie es für dich selbst. Das ist viel, viel wichtiger. Ja, weil ansonsten ist man häufig so in die Situation, sagt, ja, oh, wie der das hat, das hätte ich auch gerne. Und schau doch mal einfach, ja. Es ist jetzt, wie spät haben wir es? 13.13 Uhr so auf Mittwoch. Und wir können jetzt hier zu ein paar tausend Zuhörern, können wir was mitgeben. So. Das ist für mich auch mega geil, sowas umsetzen können, zu wissen, hey, ich fahre jetzt nach Hause zu meinen Kids und dann verbringe ich den Tag mit denen. Das ist halt geil. Und ich habe nichts mehr, wo ich sagen muss, so, ich muss das jetzt machen. Ich habe keinen Druckpunkt. Und diese Freiheit zu haben, das ist einfach Gold wert. Heißt nicht, dass ich keinen Bock habe, noch Sachen umzusetzen, weiter zu wachsen. Aber einfach zu sagen, hey, ich habe für mich so viele Dinge schon erreicht, dass ich weiß, egal was passiert, ist lösbar. Und dann gehst du mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein nach draußen. Und also kann ich es nur empfehlen, sich entweder das Buch mal anzuschauen oder auch Podcast-Folge 500, da gebe ich das Werkzeug ja auch mit an die Hand, sich einfach mal diesem Werkzeug auch zu stellen. Dein Podcast heißt? Unternehmerwissen in 15 Minuten. Folge 500 verlinken wir auch. Einfach reikhane.de/500, einfach mal draufgehen. Und wie gesagt, da haben wir auch so eine kleine Kurzanleitung drin. Und ja, auch für Nicht-Unternehmer ist das trotzdem ein Werkzeug, was man ganz gut nutzen kann. Ich höre, wenn du so beschreibst, du sagst eben auch, ist alles lösbar. Also alles, was dir in den Weg kommt. Hattest du mal ein Gefühl in deinem Leben, dass du eine Herausforderung nicht lösen kannst, die sich dir gestellt hat? Mit 25 bei meiner Ärztin. Jetzt müssen wir wahrscheinlich 30 Minuten zurückgehen in der Aufnahme. Ja, das war wirklich so. Es gab keine Situation in meinem Leben, die mich jemals vor so eine große gestellt hat, wie diese Aussage damals, weil es einfach unmissverständlich war. Es war halt einfach so klar, so ins Herz. Und das war für mich dann halt auch so, ja, hätte sie das nicht gesagt und hätte Karma, Schicksal, keine Ahnung, mich nicht in diese Richtung getrieben, hätte gesagt, hey, du gehst jetzt zu diesem Termin hin, weil stell dir vor, was wäre passiert, wenn ich an diesem Tag nicht dort gesessen hätte? Ich hätte die andere Wahrheit hätte ich nie kennengelernt. Und ich hatte auch danach viele Prüfungen in meinem Leben, ob privat oder beruflicher Natur, nichts in meinem Leben. Und da waren wirklich sehr, sehr viele harte Brocken dazwischen. Hat mich jemals wieder vor eine so unmissverständliche Situation gestellt, weil alles, deine gesamte Existenz auf einmal weg war. Ja, also das kannst du halt nur schwer beschreiben. Aber wenn jemand sagt, hey, dein Leben wird enden, Punkt. So, du gehst zum Arzt hin und der sagt dir, hey, du hast einen Tumor im Kopf, es wird vorbei sein, du hast 6 Monate. So hat sich das damals angefühlt, weil ich kannte ja nur diesen Weg. So, es gab keinen Alternativmediziner, es gab keine Chemotherapie, es gab nichts zu diesem Zeitpunkt. Und das hat mich richtig, richtig hart erwischt. Und das hört sich jetzt rückwirkend betrachtet alles so easy peasy an. Gegenteil.
diese Reinigungsphase, da habe ich fast 6 Monate gebraucht, um irgendwie wieder klarzukommen, weil du musst ja trotzdem deine Bälle irgendwie am Laufen halten. Ich hatte ja nicht weniger im Unternehmen zu tun. Ich hatte ja nicht weniger mit meinen Sponsoren, meinen Wettkämpfen zu tun. Ich musste ja trotzdem alles irgendwie auf den Weg bringen. Und sich da rauszukämpfen, das war sicherlich hart. Und Was hat dir dabei geholfen, da eine Lösung zu finden? Also zum einen war es, wie gesagt, dieser perfekte Tag. Das Glück gehabt, dass meine jetzt Frau, damals noch Freundin und mein bester Freund mich da sehr stark an die Hand genommen haben, sehr für mich da waren. Ohne die hätte ich das nicht hingekriegt, bin ich ganz ehrlich. Also ohne Unterstützung von außen, keine Chance. Ich war komplett ratlos. Also es gab für mich alle Tricks, alle Karten waren verspielt. Es gab keine Alternativvariante. Und wenn du an diesem Tiefpunkt einmal warst, dann hast du auch eine andere Wertschätzung für Freundschaften, für Familie. Ja, du weißt aber, wie wichtig das ist. Und auch wenn es jemand mal nicht so gut ist, dann heißt es nicht, dass du da drauf haust, sondern dass du für diese Person da sein musst, weil sie es gerade aus eigener Kraft nicht kann. Ja, und so kriegen halt auch viele Streitigkeiten und sowas. Also ich habe das, wie gesagt, mehrfach erleben müssen, dass Leute von einer gesundheitlich schwierigen Situation stehen. Manche haben es noch nicht geschafft. So, dann stelle ich mir die Frage, hey, würde diese Person in der Situation jetzt so handeln? Also jetzt mal ernsthaft, wenn du wüsstest, erst noch 6 Monate, wie wichtig ist das gerade? So, und sich da an der Kasse aufzuregen, dass es irgendwie die Salatgurke 99 Cent teurer ist. Weißt du, was ich meine? Ganz viele Sachen, die uns im Alltag vermeintlich belasten, sind in Referenz dazu, was unser Leben ausmacht, lächerlich klein. Ja, und wir stecken da viel Energie rein manchmal. Absolut sinnlos. Ganz häufig, wenn man es wirklich neutral auf dem Papier sich anguckt, absolut sinnlos. Deswegen kann ich das nur empfehlen, so hart das Thema auch ist, setz dich mal wirklich mit dem Tod auseinander. Und wir haben mittlerweile ein Eventformat geschaffen, wo wir darauf auch eingehen. Ja, wir haben ganz, ganz viele verschiedene Challenges gemacht, körperlich, mental. Und am Ende, das wollte ich unbedingt, habe ich mit den Leuten eine Todesmeditation machen lassen. Habe mir dafür jemanden geholt, der das sehr, sehr gut macht. Und der führt die Leute in den Tod hinein und macht das auf eine super krassen Art und Weise. Also da sind auch Tränen gekullert. So, aber die Befreiung, wenn du das einmal durchgespielt hast, ist so viel Klarheit, ist Wahnsinn. Also wie gesagt, die meisten Menschen haben, die größte Angst ist die Angst vor dem Tod. So, weil du weißt nicht, was danach passiert. So, manche sagen immer noch, es wird der Rhetorik immer gerne gesagt, ja, vor Leuten zu sprechen, ja, das heißt, derjenige, der im Grab liegt, der hat es einfacher, als er die Grabrede hält. Ja, keine Ahnung, kann man schmunzeln. Aber du weißt ja nicht, was danach passiert. Und sich das aber mal vor Augen zu führen, weil es wird ja bei jedem passieren. Also, ja. Egal welche Größen der Welt, irgendwann sind sie alle weg. Das sicherste der Welt, ja. So, und deswegen ist die Frage, wie nutzt du das? Und wie gesagt, gar nicht metaphysisch gemeint, da bin ich nicht der Typ für, aber sich da mal auseinanderzusetzen, setzt oft den Kompass wieder in die richtige Richtung. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es ist, glaube ich, in unserer Kultur auch eher ein Tabuthema. In anderen Kulturen kann ich mir vorstellen, es wird auch eher zelebriert. Und es passt auch dann wiederum doch zum Thema Fitness, weil viele ja, und ich glaube auch, das ist eine schöne Motivation, deswegen Fitness machen. Mir geht es auch so, dass ich möglichst lange gesund sein möchte. Ich möchte möglichst lange, klar kann es sein, dass ich morgen sterbe aus irgendeinem Grund, den ich nicht selbst beeinflussen kann. Aber ich glaube, für viele ist es auch einfach eine Motivation und es hilft, sich mit der Alternative zu beschäftigen. Was wäre, wenn es jetzt vorbei wäre? Wäre ich dann happy mit der Art und Weise, wie ich mein Leben führe? Oder welche Prioritäten würde ich ändern? Absolut. Und vielleicht noch so als kleine Überlegung, die man sich mal einfach mitnehmen sollte. Wie würde denn das für dich aussehen, ganz konkret? Also ja, was du gesagt hast, wie das bei uns konditioniert ist und einfach mal diesen Weg auch zu gehen, und sagen, okay, gibt's denn Sachen, die ich bereue? So, und deswegen sage ich für mich immer so, ich muss mein Umfeld manipulieren, weil ich werde halt über 100 Jahre alt werden. Das ist unvermeidbar. So, klar kann dir der Michael Schumacher passieren oder sowas, who knows, aber das ist ja nicht die Normalvariante. So. Und deswegen muss ich mein Umfeld manipulieren, weil ansonsten sitzt du alleine da. Ist auch scheiße. Ja? Mein Sohn hat mich neulich gefragt, Papa, wie alt ist eigentlich der älteste Mensch der Welt? Keine Ahnung, es gibt nur eine Person, die es lösen kann. Siri. Siri sagt 147. Und dann siehst du einen Typen irgendwo aus Asien, Philippinen, glaube ich, mit einer Fluppe im Mund. Ich so, 147? Und der Rauch check ich nicht. So. Und das war ganz interessant. Da habe ich mir einen Artikel durchgelesen, hat der Typ dann halt geschrieben, hey, der hat mittlerweile die vierte Frau. Warum? Ja, weil alle dann tot sind. Der hat nur noch Urenkel, weil alle seine Kinder tot sind. So. Und was ist gerade sein sehnlichster Wunsch? Er will sterben. Weil niemand mehr da ist. Und du denkst, Alter, du bist 147. Überleg mal, ne? Wir sind, weiß gar nicht, du bist jetzt auch in den 30ern, ne? Nee, Mitte 40. So, mit 40 siehst du, Sport hält jung. Überleg mal, das ist noch nicht mal Halbzeit. Also, ich habe das auch hier schon häufiger gesagt, mein Ziel ist auch 100 Jahre. Darf auch älter sein. Die Großmutter von meiner Freundin ist 109 geworden. Die ist leider wohl letztes Jahr gestorben. Aber auch da weiß ich noch einiges, auch wie die ihr Leben gelebt hat. Und die wäre gern älter geworden. Ne? Also die hatte diesen Lebenswillen, die hat auch einen großen Freundeskreis, natürlich alle jünger als sie.
Und die jungen 80-Jährigen. Ja, ja, genau. Ich musste mal reinziehen, ne? 30 Jahre jünger und sind halt 80. Ne? Also das ist schon spannend, sich mit solchen Menschen zu beschäftigen. Meine These ist immer, wenn der sterben will, wird es wahrscheinlich auch nicht so lange dauern. Ne? Ja, absolut. Und also meine Großeltern hatten auch das Glück, die nicht von Krankheit betroffen waren, sehr, sehr alt zu werden. Also ist halt auch, wie gesagt, Thema, wie kümmerst du dich um diesen kleinen Tempel, den du da hast? Und das Schöne ist, wenn man so in seinen 30ern, 40ern hast, du kannst noch super viel auf den Weg bringen. So ab 50, 60 bist du dann halt auf dem Weg, wo du weißt, okay, da wird es jetzt auf keinen Fall mehr besser werden. So, da geht's halt einfach. Und es ist nie zu spät. Klar, aber wie gesagt, du kannst halt ganz geil deine Möglichkeiten einfach ausspielen und ein bisschen Ernährung, ein bisschen Sport und nochmal, du musst doch kein Profisportler werden. Das ist so simpel. Also du hast bestimmt schon 1000 Podcast-Folgen gemacht, wie einfach man ein bisschen Ernährungsumstellung, ein bisschen Fitness in den Alltag bringt. Und ganz ehrlich, ist es das nicht wert, 4 Tage im Jahr zu fasten für 20 Jahre mehr? So einmal im Jahr 4 Tage lang nichts essen? So, ich mache das mittlerweile in der Weihnachtszeit. Warum? Du gehst über den Weihnachtsmarkt, die Family, alle stopfen sich einen Scheiß rein und du stehst da und denkst dir, Alter, ich würde jetzt schon eine Karotte feiern. So, weißt du? Aber nein, du ziehst es durch, weil das ist dann, ne, wieder Schmerz, tick ich wieder anders. Aber dann weißt du halt, ey, es ist so viel da und du entscheidest, was du damit machst. So, jedes Werkzeug, du entscheidest, ob du es in die Hand nimmst oder nicht. Das finde ich das größte Glück der Welt. Deswegen gesagt, perfekter Tag. Du kannst selber entscheiden, was du machst. Ich höre jetzt raus, also das ist definitiv vermutlich ein Warum für dich, dieses Alter zu erreichen, auch jetzt schon die Weichen zu legen. Gibt es noch andere Warums, die du mit dem Thema Fitness, also körperliche Aktivität im weitesten Sinne und auch Ernährung verbindest? Also für mich ist halt wirklich das Ganzheitliche. Ich durfte eine Sache immer wieder feststellen, wenn du dich mit deinem Körper beschäftigst, wenn du auf deine Ernährung achtest, wenn du regelmäßig Sport machst, hast du halt insgesamt viel mehr vom Leben. Das ist halt einfach so. Du hast mehr Aktivität, du hast mehr Energie, du hast mehr Power und kannst auch mehr Lebensfreude teilen. Also wenn ich mir jetzt das angucke, wir haben jetzt, ich glaube, 5 Wochen oder so haben wir Studientreffen, so, und da habe ich ein paar Bilder gesehen von meinen Kommilitonen von vor 10 Jahren, als ich mein Studium beendet habe. Krass. So, also die sehen ja nicht so sportlich aus, ja. Da sind die Haare weg, da ist ein dicker Bauch da, die sehen unzufrieden aus. Und ich merke, ja, was los? So, und natürlich ist es im Gym irgendwie auch Qual und du musst da Motivation reinstecken, aber ist es der Preis nicht wert? Meine 2 Söhne, ich kann die in den Arm nehmen, kann die hochschmeißen durch die Gegend, so, ich kann surfen gehen, ist doch geil, ja. Die Leute sagen, ja, wenn ich alt bin, dann kann ich reisen, so, nein, reis jetzt, jetzt bist du fit, jetzt kannst du, wenn du sagst, ich will auf den Kilimanjaro gehen, so, dann, jetzt kannst du es. So mit 60, wenn die Hüfte kaputt ist, so, dann geht's vielleicht nicht mehr. Und das finde ich einfach geil. Und wie gesagt, auch mit der Planche und so, das ist halt lustig zu sagen, hey, da ist irgendwie eine Parkbahn, komm, ich mach da jetzt Handstand drauf oder irgendwie einen anderen Move, so. Warum machst du es? Weil ich es kann. So, es ist einfach für mich selbst, nicht, ich brauche da kein Instagram-Reel oder es interessiert mich nicht. Es ist einfach so, mein Körper kann das und das zeigt mir einfach, wie viel Power ich habe. Und immer, wenn ein Rückschlag kommt und es kommen immer irgendwelche Sachen, es hört sich alles hier so easy peasy an, nee, es gibt immer irgendwelche Dinger, die kommen und du reagierst da aber einfach anders drauf, weil du einfach so eine Selbstsicherheit, so eine Grundruhe in dir hast, das macht es halt einfach echt entspannt. Und wie gesagt, auch unternehmerisch, Umfeld, privat, das ist echt die Hauptmotivation, dass du einen so selbstverständlichen Umgang mit dir hast, weil du weißt, Körper und Geist, Körper habe ich durchgespielt, das kann ich. Wenn du so zurückschaust, du hast gerade auch im sportlichen Bereich hast du unglaublich viel erreicht, du bist beruflich erfolgreich, hast eine Familie. Wenn du das, was du bisher erreicht hast, mal so reflektierst, würdest du sagen, ist das eher Glück oder ist es eher Fleiß? Willst du eine Bildüberschrift haben oder willst du die ehrliche Antwort? Ne? Gern Letzteres. Also am Ende ist es natürlich Fleiß. Da kann man kein Hehl draus machen. Wenn du einen Skill hinkriegen willst, dann musst du halt bereit sein, deinen Fokus drauf zu lenken und Energie reinzustecken. Punkt. Wenn du jetzt sagst, hey, ich will eine Familie gründen, ja, dann such dir eine Partnerin oder einen Partner und dann Vollgas. Und dann weißt du auch, was zu tun ist. Rein mechanisch ist es klar und musst du ein paar andere Weichen stellen. Unternehmertum alles. Also du hast halt verschiedene Baustellen. Und deswegen war es für mich, wie gesagt, damals auch so wichtig, diese 4 Lebensbereiche, das halt auch so als Grundpfeiler in meinem Leben zu etablieren und zu sagen, hey, ich achte darauf, ich setze mir da Jahresziele, ich tracke das regelmäßig, ja, ich achte darauf, habe ich meine Ziele erreicht, habe ich sie nicht erreicht, was ist notwendig, was ist mein Fokus, was ist nicht mein Fokus. Und dadurch bleibe ich halt an diesen Sachen auch einfach dran. Und deswegen, ja, nach außen sehe ich vielleicht erfolgreicher aus als der ein oder andere so. Frage, wie du Erfolg definierst, ja. Aber für mich geht es einfach darum, bist du zufrieden? Also wenn mich jetzt draußen, wenn ich hier rausgehe aus deinem Office, wenn mich ein LKW überfährt, dann stehe ich da vor Petrus und sage, na Raik, und wie war es euch? High five, let's go. So, bereue nichts. Also wirklich, ist kein Moment, auf den ich zurückgucke, wo ich sage, ja, hättest du mal. Das ist für mich das Schlimmste. So, und deswegen sage ich, ja, dafür den Fleiß aufzubringen und auch
mal in die Hände zu spucken und auch mal irgendwie so ein bisschen durch die Hölle zu gehen an der anderen Stelle, ist absolut wert, weil das, was danach kommt, ist ein anderes Level, immer. Ja, du hast ein Buch geschrieben, Dein perfekter Unternehmertag, das verlinken wir, absolute Leseempfehlung und genauso auch Hörempfehlung, dein Podcast Unternehmerwissen in 15 Minuten, auch den verlinken wir. Raik, gibt es noch irgendwas, was ich nicht gefragt habe, was dir noch wichtig wäre? Sternzeichen Fisch, ja, glaube ich, ganz wichtig. Max Sonnendecker. Nein, also ein sehr toller Austausch, Marc. Auch vielen, vielen Dank für die Einladung. Sicherlich das längste Podcast-Format, in dem ich jemals gewesen bin. Ich habe auch die Frage gestellt, Mensch, sonst rede ich mal 15 Minuten. Wie kriegt man das jetzt hin? Nee, sehr toller Austausch, sehr viel Deep Shit drin. Und ich hatte es ja zum Anfang gesagt, ich tue mich immer schwer mit so langen Formaten, weil Leute müssen sich raussuchen, was für sie funktional ist. Deswegen vielleicht kleine Bitte jetzt an jeden Zuhörer. Nimm dir einfach einen Impuls mit. So, einfach eine einzige Sache. Vergiss den ganzen anderen Kram. Ja, ist nice to have, aber nimm dir eine Sache mit, wo du sagst, ah, das würde ich schon mal austesten. Und dann mach's einfach, ja? Umsetzung ist das, was dich nach vorne bringt. Und du stehst dafür, ich stehe dafür. Und du als Zuhörer stehst auch dafür, ja? Du hast schon so viele geile Sachen im Leben geschafft. Und jetzt heißt so, nimm dir eine Kleinigkeit mit diesen einen Impuls und dann wirst du noch besser. Und dann wirst du zum Vorbild und dann trägt dich das und nimmst den nächsten Impuls und dann geht's weiter. Und das finde ich aber wichtig so. Einen Impuls mitnehmen, dann passt es. Dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Vielen Dank, Raik, und alles Gute. Vielen Dank für die Einladung. Und hier nochmal der Werbepartner. Diese Folge wurde dir präsentiert von Athletic Greens. Athletic Greens ist das grüne Pulver, mit dem ich morgens in den Tag starte und das Ganze schon seit 7 Jahren. Ich empfehle nicht allzu viele Nahrungsergänzungsmittel, aber das hier ist eins, was zu meinen Basisempfehlungen gehört. Enthält 75 Vitamine, Mineralstoffe, viele sekundäre Pflanzenstoffe und andere gesunde Substanzen, Präbiotika, Adaptogene und so weiter, was das Immunsystem stärkt, was gut ist für die Regeneration, für den Energiehaushalt und natürlich eine gesunde Darmflora. Als Fitness mit Marc-Hörer bekommst du hier ein ganz spezielles Startangebot. Als Neukunde bekommst du zu deiner ersten Lieferung 5 Travel Packs, einen Jahresvorrat an Vitamin D mit Vitamin K2 und noch ein Willkommenspaket mit einer schicken Keramikdose und einem Shaker. Das Ganze bekommst du, wenn du auf fmmag.de gehst. Die Adresse ist fmmag.de, fmm wie Fitness mit Marc, ag wie athleticgreens.de, also fmmag.de. Schau einfach mal rein. Falls du diese Folge hörst und noch nicht abonniert hast über Apple Podcasts, Spotify oder andere Plattformen, dann solltest du das schleunigst ändern. Denn die beste Möglichkeit, dran zu bleiben, ist, wenn du dir diesen Podcast kostenlos auf dein Phone oder dein Lieblingsgerät liefern lässt. Du kannst ganz einfach abonnieren, indem du auf Apple Podcast gehst und dort nach Fitness mit Marc suchst. Oder du gehst auf www.marathonfitness.de/podcast und klickst dort auf Abonnieren. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann kannst du auch was zurückgeben. Geh auf Apple Podcasts oder auf Spotify, gib mir deine 5-Sterne-Bewertung und schreib was Nettes. Ich lese das und ich werde dir ewig dankbar sein. Versprochen. Der Punkt ist der, mit deiner Bewertung hilfst du, dass dieser Podcast leichter gefunden wird von Menschen, denen diese Infos auch helfen könnten, um ihren Körper zu verbessern, um nackt gut auszusehen. Also, kennst du jemanden, dem dieser Podcast helfen würde? Denn das beste Kompliment, das du mir machen kannst, ist eine Weiterempfehlung.